Hallo. Guten Abend, Freunde. Ihr lieben Leute da draußen, ich grüße euch. Hallo. Ich hänge hier so im Halbdunkel in meiner spiegelnden Retro-Brille. Ist auch okay so. Herzlich willkommen zu einer etwas anderen zu einem etwas anderen Streaming-Abend. Das wird heute alles etwas übersichtlicher sein als sonst. Heute gucken wir uns quasi die Fertigstellung, die vorläufige Fertigstellung, muss ich sagen, von Rips Streaming-PC gemeinsam an. Das Material ist ja bisweilen noch nicht auf YouTube gelandet, das heißt, das hat auch noch keiner gesehen. Außer mir, wo ich es selber gemacht habe. Das war dann noch vor meinem Unfall, vor meinem Abstieg vom Fahrrad und dem Knutscher mit einer Zaunecke, welcher mir einen Schlüsselbeinbruch eingeheimst hat. Ja, ich grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid. Hi, hi. Chefcamper, Velocity, Ray VIP, der Wolfi, auch wenn er wieder früh raus muss. Schön, schön. Oh, wir sehen das gar nicht hier. Die echte Omi. Ja, die echte Omi. Sehr schön. CyberDesp, ja, danke. Überhaupt vielen Dank für euer Feedback soweit und ich denke, ihr habt alle Verständnis dafür, dass Basteln halt im Moment einfach überhaupt nicht drin ist. Das ist nicht machbar. Ich habe zwar jetzt heute im Verlauf des Tages an eben diesem PC noch etwas weiter gearbeitet, in Kooperation mit meiner Frau zusammen. Da gibt es zwar kein Videomaterial zu, aber ich werde euch nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Bananarama Man, yeah. Yeah. Danke Danke fürs fürs Abo. Abo. Danke, Chris. Das ist super nett von dir. Dankeschön. Immer sehr nett, wenn ihr das dann vornehmt. Bananarama Maltin! Man, yeah. Danke fürs Abo. Daumen hoch dafür! Dankeschön. Echo? Hört ihr ein Echo davon? Ja, ich weiß warum. Höre ich das denn dann immer noch? Stimme zu leis, Alert zu laut. Habt ihr den Alert noch gehört jetzt? Stimme leise, Meldung laut. Ja, ich weiß nicht, wie ich meine Stimme lauter kriegen soll, ohne dass es eklig wird. Welches Mikro benutzt der hier überhaupt? Eigentlich sollte er ja genau dieses hier benutzen. Wo ich dann eigentlich schon etwas mehr Pegel drauf habe. Ja. Kann ich jetzt gerade nicht so wirklich ändern. Semikolon, yay. Weil es hier keine extra Lautstärke für dieses Device gibt. Jedenfalls. Nee, nope, nope, nicht wirklich. Meldung, kein Ton. Jetzt haben die Meldungen keinen Ton. Ja, das ist natürlich toll. Ja, das stimmt wohl, ja. Bin knapp mit dem linken Auge an der Zaunecke vorbei, wenn man so will. Toll, warum hört ihr jetzt die Alarme nicht mehr? Warum sind die jetzt nicht mehr doppelt drin? Das raff ich jetzt gerade natürlich nicht so genau, warum dann da jetzt kein Echo mehr da sein soll. Don't know. Ja. Nee, also wie gesagt, erstmal ist Basteln halt aus. Mindestens für 6 Wochen. Ja, vor allem meine Schulter hat einen drauf bekommen, weil ich habe einen Schlüsselbeinbruch. Also hier, so, da. Hat's gerumst, ja. Ich bin ein kleiner Roboter im Moment. Gestern Abend haben wir ein bisschen PlayerUnknown's gespielt. Das ging auch so einigermaßen. Aber am Basteln ist halt zurzeit nicht zu denken. So. Jetzt hört ihr die Alarme nicht mehr. Ist das richtig? Das ist doch alles dämlich. Dämlich, dämlich. Aber warum war denn vorher ein Echo drin beim Alarm? Das verstehe ich nun wiederum nicht. Ja, Zaunecke hat gewonnen.
Hi Wifi. Ich sehe ganz toll aus, ne? Hier vorne. Sieht super aus. Ja, ich muss mich schonen. Hab keine Wahl. Da muss man vorsichtig sein. Das wurde operiert und ist jetzt verdrahtet und nächsten Mittwoch wird kontrolliert. Und ja. Ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal rein in die Bastelei mit Rips PC. Und wann immer mal irgendwie was dazu kommen sollte oder so, dann grätsche ich da eventuell rein. Beziehungsweise gebe mal kurz meinen Senf dazu ab. Aber ich glaube, ich kann das gar nicht stoppen. Natürlich auch wieder blöd ist. Oder wir quatschen halt im Nachhinein drüber. Also ich bin im Chat auf jeden Fall da. Man wird den Chat auch eingeblendet sehen und ja. Der Unfall ist durch pure Dummheit passiert. Ist da noch ein Christbaum im Hintergrund? Ist das so ungewöhnlich, dass man den bis nach die Heiligen Drei Könige stehen hat? Anscheinend schon. Ja, das ist ein Christbaum. Die haben den letztes Jahr bei uns, glaube ich, erst am 16. Januar eingesammelt. Dankeschön für die Glückwünsche. Na, also wenn du in der rechten Hand ein Laufrad abschleppen willst, nach Hause bringen willst, mit der linken Hand den Lenker hältst und dann am Fahren bist und dir dann der erste Gang zu niedrig ist und du dann mit der linken Hand an die rechte Seite des Lenkers greifst, dann rutscht dir das Fahrrad schnell weg, dann machst du noch zwei schnelle Schritte und dann hechtest du in eine Zaunecke rein und brichst dir das Schlüsselbein. So ist es passiert. Ja. So. Wir machen jetzt einfach mal Feuer frei. Ja, ich brauche kein Mitleid, hilft mir leider nicht. nein, aber vielen Dank für eure Glückwünsche. Das ist super, super nett. Und ich hoffe, wir werden trotzdem einen ganz launischen Abend haben. Das Ganze geht gut, fast 2 Stunden. Ein Dreiviertelstunde. Und ich werde im Chat dabei sein und wir können uns ein bisschen austauschen, wie gesagt. Und danach gibt es nochmal einen kurzen Talk. Darüber. Ja, ist ja kein Problem. Ich habe das ja auch noch nicht so in aller Kleinlichkeit erläutert. Aber es ist halt auf eigener Dummheit basierend, der Unfall. Und dass dann da in dem Moment natürlich ein Zaun im Weg war, war dann nochmal dümmer. Zum Glück habe ich einen Helm getragen und zum Glück habe ich die Kante auch mit dem Auge ein bisschen verfehlt. Es hat zwar meine Brille ein bisschen niedergerafft, darum habe ich jetzt eine ganz alte auf. Wie man sieht, die ist nicht entspiegelt, darum ist das mit den Augen ein bisschen blöd. Das ist an Neujahr passiert. OP war dann den Tag darauf. Also am 2. Und seit dem 3. bin ich auch wieder daheim. Und ja. Ich würde mal sagen, fired up. Und viel Spaß. Wir schreiben uns, hören uns später. Super Start ins neue Jahr, definitiv. So, los geht's. Hi Freunde, hier ist der Cracky von Ravioli. Endlich ist es an der Zeit. Dritter Teil, hoffentlich der letzte ausufernde, große, grandiose, dass ich nicht weiter für mich splitten muss, damit ich noch Luft kriege, sozusagen, weil es war sehr dramatisch. Die erste Inbetriebnahme hier dieses Mainboards, dem MSI, wie nennt es sich noch, Z. 87 G55 dieser Platine hier, weil ein Pin in dem LGA-Sockel war leider krumm. Das haben wir gefixt bekommen. Und jetzt bin ich heilfroh, dass ich mit schönen Dingen mit euch gemeinsam weitermachen kann. Und wir werden heute mal schauen, dass wir die Maschine aufgebaut bekommen soweit. Das ist der Streaming-PC, dedizierter Streaming-PC für unseren lieben RIP. Zack, zack. So. Wir werden auch sehen, was ich hier sehe. So filmen wir das. So, da ist der Prozessor. Wir brauchen einen schönen Kühler dafür. Das Ganze kommt in ein vergleichsweise kompaktes Gehäuse. Und ich frage mich gerade, wo diese Tüte hin ist mit dem I.O. Shield. Genau. Das brauchen wir nachher noch. Und von daher setze ich auf ein sehr leistungsstarkes Modell, auf eine bewährte Kombination
Und die da wäre hier der ProLimatech Mega Harlems. Das Teil hier. Das ist ja ein Geheimtipp für den dicken Geldbeutel. Der ist schon ein teurer Spaß mit seinen 60 Euro ohne Lüfter. Aber es ist ein sehr leistungsstarker Kühlkörper, der auch in ja, Gehäusen Platz findet, die jetzt nicht so super hoch sind, weil seine Bauhöhe ist halt immerhin noch 1,3 cm unter der magischen 16 cm Marke. Und ja, das Teil ist halt brachial hier. Mit 6 Heatpipes, getrennte Türme. Man sieht, die haben hier eine offene Fläche dazwischen. Ich habe ihn ja schon verbaut, von daher werde ich nicht so viel jetzt extra erläutern. Dachte mir, komm, wir nehmen das aber auch natürlich komplett mit. Und das heißt wieder nachher, ja, schade, dass du es nicht komplett gezeigt hast, weil du laberst ja immer so schön dabei. Ja. Wir gucken mal, was heute passiert. So. Ein dedizierter Streaming-PC für stressfreies Streaming von modernsten Games. Und vor allem soll es eine große Arbeitserleichterung sein, dass man nicht immer gucken muss, wie muss ich das Spiel eventuell einstellen, damit ich gleichzeitig noch einen schönen qualitativen Stream haben kann und auch eine qualitativ gute Aufnahme. Geschweige denn, dass man überhaupt eine Aufnahme fahren kann parallel. Das ist zwar mit Ryzen eine leistungsstarke Sache und echt nicht schlecht, aber man muss trotzdem oft gucken. Und da ist dann halt eine Maschine, die dediziert dazu läuft, schon das Optimale. Und Ryzen hat halt auch noch leider das zusätzliche Problem, dass es die Inkompatibilität geerbt hat vom AMD FX zu bestimmten Capture-Karten aus dem Hause. StarTech zum Beispiel. Ich glaube, die 60er Elgato-Karte hat das gleiche Erbe, gleiche Problem, weil sie den gleichen Chipsatz verwendet, dass die dann nämlich nicht gescheit auf Intel X58, X99 und AMD FX halt hochoffiziell laufen. Ich konnte es aber selber schmerzlich selber am eigenen Leibe erfahren, dass es bei Ryzen der gleiche Spaß ist mit diesen Capture-Karten. Und da der RIP halt auch so eine Capture-Karte am Start hat, tja, wäre es natürlich schon schön, wenn er die dann mal benutzen wollen würde für Retro-PC. Bei HDMI muckt sie ja gar nicht mal so, aber bei VGA-Eingang ist es reproduzierbar. Sehr sicher, dass es irgendwann abstürzt. Hier geblieben. 4 Stück brauche ich davon. So. Und von da an machen wir das halt. So, erste Vorbereitung jetzt hier. Live und in Farbe. Zuerst mal diese Typen hier in die Mitte. Und dann den Gummiring da drum, damit die da dran halten. So, einmal. Das Schöne ist halt an diesem ProLimatech-Kühler, dass er wirklich eine außerordentlich gute Kühlleistung bietet. Man die freie Lüfterwahl hat und dieser halt wirklich gut zu performen weiß. Also was soll ich dazu sonst sagen? Es ist zwar ein teurer Spaß, nicht geeignet für AM4, wird halt im Prinzip nicht mehr weiter gepflegt, die Marke, zumindest in dem Bereich nicht. Ich weiß nicht, womit die sonst noch vielleicht am Start sind. Aber umso schöner, dass man ihn hier dann jetzt im Prinzip verwenden kann. So. Hat er keine Ausbuchtung dafür? Ach, das geht daneben her. Okay, gut. Ich hatte gerade ein bisschen Panik wegen der Schraube da. Aber das passt. So. Dann
mal hinlegen, bitte. Jetzt kommt dieses Konstrukt hier zum Einsatz. Bleiben Sie hier. Boah, antistatisch. So, einmal Bolzen vom Mutter trennen. Das müssen wir viermal machen, natürlich. Das hier ist übrigens, Prozessor ist ein Intel Core i5-4670K, also ein Quad-Core-Prozessor aus dem Hause Intel. Das ist die Haswell-Generation. Wir haben die CPU geköpft und mit Flüssigmetall versehen, damit wir dort eine optimale Wärmeableitung genießen können. Hoppala. Und darum ist erst recht, habe ich das falsche Ende festgehalten, darum ist erst recht der Kühler prädestiniert für einen flüsterleisen Betrieb bei zusätzlichem Overclocking, Reserven, Masochismus, wie man auch immer es bezeichnen möchte. Man hat da auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Ich habe noch nie einen Haswell übertaktet, geschweige denn einen geköpften. Die CPU hier war nicht geköpft, die ist gebraucht gekauft für 120 Euro. Das Mainboard gab es für, ich meine, 75 Euro. Was für eine Z-Platine okay ist vom Preis her. Hat mich zwar jetzt geärgert, ich weiß selber nicht, ob ich den einen Pin krumm gebogen hatte oder ob das schon so bei mir angekommen war. Mit viel Licht, ein bisschen Geduld und einer Nadel oder einer Pinzette ließen sich aber zum Glück bewerkstelligen und ich hoffe, das Ganze rennt jetzt einfach für die nächsten Jahre, so wie es sich gehört. Jetzt haben wir schon eine Besonderheit. Ich habe diese Bolzen komplett angezogen. Das Ganze ist aber noch locker. Das ist ganz normal. Kommt immer auf die Platinenstärke an, wie dick das PCB ist, ob das dann hier direkt festsitzt oder halt wackelt. Die Festigkeit erreichen wir dann aber am Ende durch den Anpressdruck des eigentlichen Kühlkörpers. Also das ist kein Problem. Da darf man sich nicht verrückt machen. So, jetzt gibt es einmal Querbügel. In die Mitte auch hier wieder. Einmal dahin. Und zweimal Querbügel. Na komm. Einmal dahin. Und jetzt kommen halt hier die Muttern drauf. Ich mach doch gerade keinen Quatsch, ne? Kühler will ich so drauf. Ja, genau. Man kann ihn ja auch in beiden Einbaurichtungen montieren. Das ist sehr praktisch. Allerdings möchte ich hier einen Durchzug haben von vorne nach hinten. Sozusagen. Hallo? Von vorne nach hinten und flutscht die Mutter weg. Dahin auch bitte. Gestern schon, dass die gestern auch einen verbaut, dass die da ein bisschen manchmal einen festen Punkt hatten. Kann man sich natürlich dann eine kleine Zange zur Hilfe nehmen. Vorsichtig daran drehen. So. Was war hier? Okay. Alles gut, alles super. Alles ist wunderbar. So, jetzt brauchen wir, das hier ist übrigens das AMD-Kit, da ist auch eine Wärmeleitpaste dabei, die Polymatech PK2, das ist auch eine gute Paste. Ich setze jetzt der Kontinuität in meinen Videos aber wieder auf die Cooler Master, auf die Master Gel Maker, weil ich aus Versehen 6 Pakete bestellt habe, ich wollte eigentlich nur 3 bestellen. Warum so viel? Keine Ahnung, wollte ein bisschen Pasta auf Reserve haben, ich wusste nicht, dass die Spritzen doch so gut gefüllt sind. Aber gut, ich glaube, ich habe mittlerweile
drei Pakete oder doch drei Pakete sogar schon fast aufgebraucht. Und am Ende wird er halt so montiert. Dann hier festgeschraubt. Ja, das heißt, Kühlkörper kommen so da drauf. Da diese beiden. Die Nüppel greifen dann da rein. Und dann kann man das Ganze aufsetzen. So, wir brauchen natürlich jetzt die Paste. Wie erwähnt. Hoppala. Gib mir den Maker. Most give Maker. Muss man ja einmal um die grüne Facette mal rumlangen. Hallo. Tada. So. Einmal dies, einmal das, einmal jenes. Wollen wir einmal kurz noch, wir haben hier noch ein bisschen Kleenex über, sauber machen. Ich hatte den zwar schon gereinigt, aber doppelt gemoppelt hält besser. Das gleiche gilt natürlich hier für die vernickelte Bodenplatte. So. Ziehe mir hier einen schönen Streifen. Ich weiß, das ist relativ viel, aber durch die Verteilmethode mit einem Spatel, den ich hoffentlich gleich finde. La 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 la. Ich hatte ihn benutzt. Vor kurzem. Weggeschmissen habe ich ihn aber nicht, oder? Wie ich das schon so häufig gemacht habe. Das ist unglaublich. Früher hatte ich einen. Mit dem kam ich super lange zurecht. Und jetzt, wo ich davon quasi welche wie Sand am Meer habe, bin ich sie die ganze Zeit am Suchen. Das ist schon faszinierend. Habe ich nicht hier liegen gelassen, oder? Adi-du-di-di. Da gab es halt dieses Random Event dazwischen mit dem ganzen Quatsch hier. Nö. Okay. Ja, gehört zu meinen Videos ja dazu, wie das Arm in der Kirche. Der wird schon wieder auftauchen. Bis dahin. Oh mein Gott. Geht mein Camcorder aus. Das darfst du nicht. Ich sollte doch unsterblich sein. Wofür hängt denn hier hinten das Batteriepack dran? Wenn es den Monsieur nicht bei Laune halten kann. Hm? Man weiß es nicht. Wir wechseln einmal rüber. Lassen mal kurz ein bisschen laden. Und dann nehmen wir das gleich einfach wieder in Betrieb. Ja, also ich verteile das jetzt hier einmal. Auf der CPU. Das hat man alles schon gesehen, wie ich das immer mache. Das war wirklich ein bisschen sehr viel, aber lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Denn der Anpressdruck ist immens. Und das verteilt sich dann schon sehr, sehr gut. So, noch ein kleines bisschen hier auf den Unterboden des Kühlers verteilt. Und dann setzen wir das Ganze hier auch jetzt auf und verschrauben es. So. Zack, zack, zack.
Zack. Ja, ärgert mich mit der Kamera jetzt. Was willst du machen? Ich hätte die Schrauben vorher auspacken sollen. Weil das Ganze rutscht jetzt hier natürlich über den Tisch. Beziehungsweise der Kühlkörper gleitet ein wenig auf der CPU. Aber alles ist gut. Nichts ist passiert. So. Schauen wir die eine Seite schon mal an. Dann schauen wir, dass wir auf der anderen Seite auch entsprechend natürlich den Zugang bekommen. So. Und ich ziehe es fest. Wackelt am Ende auch nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Und ein Bananenboard hat man auch nicht. Also das ist schon sehr beachtlich. Ziemlich gut. Die Montage für meine Begriffe macht einen robusten und zuverlässigen Eindruck. Also da mute ich dem Ganzen zu, dass man damit lange Ruhe haben wird. Und das ist ein toller Kühler. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie man auf diesem Mainboard den i5 noch ärgern kann, eventuell. So, ich packe mal kurz die Sachen, bin raus, mein Kind. Und schaue mal hier, dass das Zubehör wieder beisammen ist. Ich brauche noch zwei Lüfterklammern natürlich, weil zum Passivkühlen ist er ein bisschen zu schmächtig eigentlich von der reinen Oberfläche der Kühllamellen, und ist auch ein bisschen zu engmaschig dafür, als dass er gut als Semi-Passivkühler herhalten würde. Semi-Passiv ist aber auch jetzt nichts, wo ein Overclocker hin will. Also das eher nicht. Ja. Ein bisschen Overclocking ist eigentlich ganz nett, weil die 3,4 GHz Grundtakt, die er hat, ich weiß nicht, auf wie viel der boostet, standardmäßig. Ist halt ein bisschen wenig. Schon nice to have, wenn er ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Also 4 GHz sollten das schon mindestens sein. Vielleicht sogar nur ein gutes Stück weit mehr. Mal abwarten. Da ist ja jede CPU auch in ihrer Güte ein bisschen anders gestrickt. Und jetzt entdecke ich meinen Spatel, den ich hier liegen habe. So ist das halt, ne? Ist ja okay. Alles ist gut. Solange du wild bist. Wo ist der Karton von dem? Da. So. Ich schnappe mir jetzt mal den Arbeitsspeicher, weil ich habe ein ähnliches System vor kurzem gebaut und bin da auch auf Probleme gestoßen. Ich setze jetzt mal in die linke Bank einen Riegel. Und dann hole ich meinen Lüfter raus und dann gucke ich mal, ob ich den Lüfter montieren kann. Ich glaube nämlich nicht, dass das passt. So. Wo ist der Lüfter? Hier. Wir verwenden den Arctic F12 PWM PST CO WTF im Betreff. Ein schöner 120er Lüfter mit einem ordentlichen Motor. Ist nicht der laufruhigste auf dem Planeten, aber die Preis-Leistung stimmt bei dem Lüfter. Und er hat nette Features wie das direkt durchgeschliffene PWM-Signal, beziehungsweise dass man zwei Lüfter an einen Anschluss anschließen kann. Und dann hat er einen relativ großen Drehzahlbereich von 650 bis 1350 Umdrehungen. Was sehr, sehr nett ist. So, wenn ich den jetzt hier aufsetze, kollidiere ich mit dem RAM. Okay. Wo ist denn die Schärfe wieder hin? Ich habe mir das vorhin angeguckt und da war die Schärfe eigentlich in Ordnung. Aber die Schärfe ist einen Kilometer weit weg. Ich kollidiere mit dem RAM. Ist die Frage, ob ich auch mit dem zweiten RAM kollidiere.
Aber vorher korrigiere ich das mal hier mit der Schärfe einmal. So. Mal gucken. Muss ich gucken, wo das Konfigurationsfenster aufgegangen ist. Da hinten natürlich. Warum sollte es auch hier vorne aufgehen? So. Zack, zack. Ist das jetzt besser? Das ist jetzt besser. Sorry dafür. Ich stecke noch einen zweiten Riegel daneben, gucke, ob ich mit dem zweiten auch kollidiere, weil ich bin da ganz radikal. Ich habe halt solch hohe Corsair-Module hier, die Vengeance. Und die haben halt riesige ausladende Kühlkörper drauf, die man eigentlich nicht braucht. Und ich würde dann zumindest ein Modul, ich muss tatsächlich zwei Module, oder? So wird es mit einem Modul langen. Es wird mit einem Modul wahrscheinlich genau passen. Wie Popo auf Eimer. Oh, könnte aber eng werden. Ich werde das davon befreien. Von diesem Kühlkörper. Das habe ich mir so vorgenommen. Ich hoffe, das geht gut. Ich stelle mal hier das Board beiseite. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die haben hier, greifen an der einen Seite so über. Also an beiden Seiten greifen die jeweils über. Das ist ja ein getrennter Kühlkörper, der hier oben durch so einen Aufkleber ein bisschen verbunden ist. Aber ansonsten klebt das halt auf den Speicherriegeln drauf. Die sind beidseitig bestückt. Das heißt, überall sind auch kleine Widerstände verbaut und so ein Kram. Das heißt, ich müsste eigentlich dann hier von der Seite hebeln. So in meiner Theorie. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier diese Verbindung einfach gelöst bekomme. Mit einem Schraubendreher meiner Wahl. So. Das geht auf jeden Fall. Einmal. Dann hier auf der gegenüberliegenden Seite natürlich auch. In die andere Richtung hebeln. Ich werde die Action Cam gleich wieder dazu nehmen. Ich möchte dem Akku nur eine Gelegenheit geben, dass er sich kurz ein bisschen regenerieren kann. Weil eigentlich läuft das Ganze in Kombination mit einer Powerbank dann auch ohne Probleme. So, jetzt ziehen wir hier einfach den Kühlblock ab. Jetzt hängt der in der Mitte natürlich noch. Einen blöden Aufkleber. Den kein Mensch will. So. Das ging nochmal einfach. Zack. So, wir sind auf 2-3 Speicherregeln, so ein paar Klebereste. Über die Kühlung der Module indessen mache ich mir keine Sorgen. Das sind DDR3 1600 mit CL9. Und das wird laufen. Jetzt ist die Frage, muss ich die Klebereste entfernen, ja oder nein? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, es sieht schöner aus, aber das ist kein Rechner für die Optik. Also die ganz groben Dinger mache ich ab. Ich habe nur Angst, dass ich mir nachher dann doch was beschädige. Ich nehme euch bei dem zweiten Modul mit, weil ich werde zwei so misshandeln müssen. Und es sind tatsächlich Corsair-Module hier drunter. Also Corsair gelabelt sogar. Ist immer wieder ärgerlich, wenn so hohe RAM-Kühlkörper einem den gescheiten Kühlereinbau vermasseln. Der war jetzt auf jeden Fall einfacher zu köpfen als ein Kingston HyperX Beast. Den hatte ich jetzt auch auseinandergenommen und da war so ein starker Kleber drunter. Das war schon ziemlich amok. Das war jetzt hier eigentlich sehr vertrauenserweckend, unproblematisch. Ich denke nicht, dass ich dem Modul damit wehgetan habe. So. Ein paar Klebereste, das ist völlig uninteressant. Okay, Nummer 1. So.
gucken uns Nummer 2 an. Diesmal mit Kamera auf dem Kopf. Wo ist die Maus? Okay, also hier das erste Modul. Ja, ein paar Klebereste sind da, aber wie gesagt, das ist mir eigentlich Latte, damit ich hier diesen schönen Kühler auch wirklich so montieren kann, dass er mir komplett über den Kühlblock die Luft fächert, anstatt dass ich ihn so hoch montieren müsste, was ich echt nicht möchte. Ja, so habe ich auch einen Airflow unterhalb des Kühlers her, das heißt die dicken Klötze für die WRM-Kühlung und so, die kriegen auch was ab. So, und hier sind diese Verbindungspunkte. Da hebel ich mich so einmal rein. Der ist eigentlich ein bisschen zu groß dafür. Aber man hat dadurch dann natürlich auch ein gutes Stück Kraft dabei. Wir machen hier oben die Verbindung auch durch. So, da ist tatsächlich ein ganz großer Spalt zwischen. Natürlich nicht zu tief reingehen mit der Klinge. Aber der Abstand ist ja gewaltig, ne? Man sieht hier, endet der Speicher. Und das ist eigentlich doppelt Speicher. Von der Höhe her. Speicher gedoppelt. Was ein Quatsch. Nur für die Optik. So. Also zumindest in den Regionen. Ich spreche jetzt nicht von Overclocking-Modulen oder so. Aber das hier ist jetzt, der hat zwar 1600er Takt und etwas schärfere Timings jetzt am Start. So. Nummer 1. Da hängt der Kleber. Der Klaus. Guck mal, da hat sogar der andere Module. Nee. Aber diese Denummerierung, ist die da auch drauf? Weiß ich nicht. Das gleiche auch noch auf der anderen Seite. Natürlich biegt man das Modul in dem Moment so ein bisschen. Das ist irgendwie ein anderer Kleber hier. Das sind andere Module. Hauptsache mal Kit of 4, ne? Naja, das ist 2x 4 GB, okay. Ja, unterschiedliche Kits sind unterschiedliche Speicher und auch anderer Kleber, der hier verwendet wurde. Naja, Memtest wird regeln, ob das Ganze kompatibel ist und läuft. Weil ich glaube, so werde ich die optisch nicht auseinanderhalten können, ohne dass ich jetzt die anderen auch noch kille. Aber das muss nicht sein. Auch hier mache ich jetzt wieder nicht das letzte Quäntchen an. Kleberest weg. Muss nicht sein, wie erwähnt. So. Hauptsache, ich kriege meinen neuen Lüfter drauf. Ja gut, du in den anderen Shell hier. So. Hier haben da diese Nummern drauf und der nicht. Sieht man das denn hier? Das hier ist so ein Kit, 2x4 GB. Eigentlich der gleichen Klebepads, aber haben sich beide jeweils anders gelöst. Und das hier ist auch so ein Kit. 4x4 GB. Ah, okay. 2x4. 4x4. Okay. Welcher war denn jetzt welcher? Dann können wir das ja channelmäßig entsprechend bestücken. Dann weiß ich das. 4x4, das war jetzt der zweite. Das heißt, der kommt in den schwarzen. Und der 2x4 kommt in den blauen. Haben wir schon gewonnen.
Das sind auf jeden Fall die identischen Riegel, weil in den Kits wird das ja normalerweise schon gewährleistet, dass es identische Bestückungen sind, auf den identischen Kanälen. So, 204 in blau. Dann haben wir ab da dann die Optik-Kirmes auch am Start. Ja, Bastelei gehört dazu. Quasi Videobastelnacht, wenn man so will. Während dieser Rechnermontage hier. So. Zack, zack. Gut. Falls da irgendwer mal Interesse haben sollte, das in den Originalzustand zurückzuversetzen, so ungefähr. Kriegt man natürlich nicht hin, aber zum Wegscheißen. Zum Wegschmeißen natürlich auch irgendwie zu schade. So. Oh mein Gott. Hallo. Das gibt's doch gar nicht. Weißt du, halte ich mich mit so einer Kirmes wieder auf hier. So. Einmal nach da hinten bitte. Klebereste hier auch entfernen, wäre ganz schön. Dann montieren wir uns nämlich jetzt den Lüfter an den Kühlkörper. Was ja nun, wie beabsichtigt, vollzogen werden kann. So, wo haben wir denn den CPU-Lüfteranschluss? Hat er sogar ein CPU-Fan 2? Voll ausgestattet, das Ding hier. CPU-Fan 1, CPU-Fan 2. Okay. So. Aber dann einmal. So würde ich sagen. Und dann gibt es hier diese schönen Klammern. Na, welchen bin ich denn jetzt gegangen hier? 2, 4, oh Gott. Irgendwo da. Und schon haben wir den Lüfter hier an den Kühlkörper montiert und er kann halt in der richtigen Höhe arbeiten. Ja? Mit den Modulen wäre das nicht möglich gewesen. Sind im Endeffekt ja immer noch die gleichen Module, aber ein wenig modifiziert. So. Was machen wir hier mit dem Kabel? Das kann man hier drunter verstecken. So. Dann da anstecken. Muss nicht schön sein, nur aus dem Weg von restlichen Dingen, die da sein könnten. So, super. Okay, ja, Board soweit vorbereitet. Jetzt können wir uns das Gehäuse schnappen, zumindest ein Teil des Gehäuses, sage ich mal. Und dann dort schon die Laufwerke reinpacken. Jetzt wird es nämlich interessant. So. Dududum. Erstmal auf dem Mülleimer. Eigentlich nicht so toll, ne? Aber wir haben ja keinen Platz. Okay. Maker. Na komm, ich tu dich mal hier hin. So, da passiert nichts. Und hier ist unser Case. Wow! Ja, ein Seitenteil ist hinten geblieben. Nicht so schlimm. Und das zweite auch gleich ab. Das ist ein Klassiker
für meine Begriffe zumindest, das Cooler Master Centurion 5. Die Frontblende ist gerade in der Werkstatt, die sehen wir später. Ein Mesh Case, also das hat hier vorne Mesh komplett. Und ich habe es auch schon modifiziert, dahingehend. Dass ich sämtliche Platzhalter hier Blenden entfernt habe, damit wir optimierten Airflow haben, möglichst viel Luft dadurch drücken. Das USB-Panel wird auch überarbeitet. Das ist auch gerade nicht drin. Da sind die USB-Ports kaputt. Das ist halt schon ein bisschen älter. Es kam ja immer die Nachfrage so nach einem gebraucht Bild und dergleichen. Und ja, hier habt ihr es. Das Gehäuse, das wird, denke ich, so für 15 bis 20 Euro gehandelt oder so. Das kann man gut benutzen für Builds mit Mittelklasse-Grafikkarten oder mit blauer Grafikkarten, weil hier oben ist halt keine Abluft. Das Netzteil kommt auch nach oben, ganz klassisch. Und für die Abluft sorgt einzig und allein ein 120er-Lüfter an der Rückseite. Dieser ist ein gutes Stichwort, denn das wird hier auch in dem Fall ein gleicher Arctic-Lüfter sein, wie wir ihn jetzt schon auf der CPU haben, und die werden im Einklang laufen. Das heißt, die werden beide mit der gleichen Drehzahl arbeiten über einen Anschluss und somit dann dort komplett für negativen Luftdruck im Gehäuse sorgen, dass sich komplett über die Front die Frischluft gezogen wird. Und das ist ein Kühlkonzept, was sehr gut funktioniert, was aber auch nur gut funktioniert, wenn man ein geschlossenes Seitenteil hat. Und darum wird das hier noch zugeklebt. Da bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Aber diese Öffnungen werden komplett zugemacht, dass nur vorne die Frischluft angesaugt wird. So, wir schrauben jetzt den Lüfter mal hier rein. Damit auch was passiert. So. So viele Tütchen brauche ich echt nicht. Ich sehe gerade, die Abstandshalter sind auf jeden Fall alle schon passend. Genauso viele brauchen wir auch. Und hier hinten wird jetzt natürlich geschraubt. So. Hey! Schmeiß weg. Das Gehäuse bietet halt Platz für 5 optische Laufwerke. Das hat nativ keine Unterstützung für 2,5 Zoll Laufwerke. Das heißt, man muss da mit entsprechenden Adaptern arbeiten. Ein Floppy oder Kartenleser kann rein. Und 3 Festplatten. Das haben wir damals bei PC King, als ich da noch war, haben wir da immer unsere Systeme reingebaut. Also da waren dann schon die Gamer-Systeme drin und so weiter und so weiter. Und das hat uns viele treue Dienste erwiesen. Vorne war normalerweise noch ein 80er Lüfter installiert. Der ist auf 12 Volt leider sehr deutlich hörbar durch das Ansauggeräusch vorne. Da ich hier festplattenmäßig aber jetzt nicht über die Stränge schlage mit Leistungsmonstern, Hitzemonstern, brauchen wir den vorne gar nicht. Das läuft durch den negativen Luftdruck, läuft das so durch, und wir haben da keine Schwierigkeiten dann entsprechend mit dem Rest. So. Jetzt gucke ich einmal durch mein Chaos. Die Chaosbude. Wenn ich mal wieder auf der Suche nach Rändelschrauben bin, weiß ich jetzt, wo ich fündig werde. So, das Ding hier habe ich gesucht. Ich wollte nämlich, bevor jetzt hier böse Überraschungen kommen, wollte ich einmal die Bolzen kurz nachgezogen haben. Man weiß nie, inwiefern sich die mal mitgedreht haben oder so beim Ausbau. Das Gehäuse komplett grundgereinigt. Originallüfter ausgebaut. Also normal kam das halt schon vormontiert mit einem 120er Lüfter hinten und einem 80er vorne. Dann
Hier Schnellverschlüsse für die Steckkarten, die habe ich auch entfernt komplett. Weil heutzutage sind die Grafikkartenlüfter so ausladend, Kühlkörper, dass das meistens gar nicht passt. So, jetzt nehme ich mir einen Schluck und dann kommt das Mainboard rein, genau. Ich wollte gerade Festplatten sagen, aber ich glaube, wir bauen zuerst das Mainboard ein, das ist etwas angenehmer. Weil das ja doch schon eine recht breite Platine ist. Und dafür stellen wir uns einmal mit unserer Lampe hin, auf. Und dann darf jetzt der patentierte Mainboard-Landeanflug erfolgen. Yippie! Immer gut, wenn man da noch ein bisschen Platz im Case gerade hat. Das Ganze auf jeden Fall etwas leichter zu bewerkstelligen. Ja, und wir sehen das hier. Frischluft kann wirklich von vorne erfolgen. Und im Prinzip hat man hier sogar so einen kleinen Steigungseffekt. Der sitzt ein bisschen höher. Das heißt, der kriegt auch noch ein bisschen mehr erwärmte Luft an und für sich ab, anstatt dass er die einfach weiter wegnimmt. Und ja, hier auch mit dem Punkt hier passt das eigentlich ganz gut. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder, das war der Grund, warum ich das bei meinem anderen Rechner ganz nach oben gemacht habe, die Klemme. Damit dort auch wirklich absolut problemfrei eine Capture-Karte eingesetzt werden kann. Das ist ein bisschen asymmetrisch, aber das ist nicht schlimm. Das hält und das läuft. So, verschrauben wollen wir das ganze Ding auch. Müssen wir mal schauen, war hier überhaupt was bei? Ja, ich glaube schon. Ein paar waren schon dabei. Und ich denke, ich missbrauche jetzt mal als Schälchen das wärmeleitpaste Ding hier. Hier ist übrigens auch so ein Reinigungstuch dabei. Aber so. Da. Wäre auch eine Idee, zuvor natürlich das Netzteil reinzuzimmern. Aber aus Erfahrung wusste ich, dass der Kühler halt relativ weit unten sitzt. Und das dann in dem Gehäuse jetzt hier kein Problem ist. So. Ganz praktisch, einer der Bolzen, die da zum Abstand dienen, die sind ja ganz wichtig. Die dürfen auch nur da sitzen, wo tatsächlich Vorkehrungen am Mainboard sind. Einer der Bolzen hat so eine Erhöhung, die dann halt dort gleich, beziehungsweise eine Verjüngung, und die dann gleich hier reingeschlüpft ist. Das heißt, es ist wirklich dann schon an Ort und Stelle, nachdem man es richtig reingelegt hat. Sehr, sehr praktisch. Auf der Suche nach den Schrauben. Ich glaube, das waren alle. Wir haben aber noch Tütchen, oder? Hier drunter ist doch was, ne? Nicht in den Fernseher. Dahin. Und weiter geht's. In ruhigen Minuten sortiere ich manchmal Schrauben. Hallo. Ha. Halt doch den Schraubendreher fest. Verflixt und zugenäht. Ja, ist immer kurz vorm Zerstören. Ist natürlich spannend wie die Nacht. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Kurz vor zwei. Easy. Morgen Abend noch Live-Show. Jawohl. Mit einem lauffähigen Rechner hier. Das wäre doch was. So, da oben fehlt noch einer.
dann da rein. Super. Sehr gut. So. Schnappe ich mir mal das Bund hier. Wo haben wir denn den Speaker? Ist der auch vorgesehen irgendwo? Ja, da, Speaker. Das Ding darf tatsächlich auch Pieps machen. So. Reset. Power Switch. HDD-LED. Wo habt ihr denn Plus, Freunde? Da sieht, da ist 1. Also bunt ist immer auf 1. Und dann noch die Powerleuchte. Dann haben wir die nämlich schon mal eingesteckt. Wir können das Ganze jetzt hinstellen. Und dann hier mal ein bisschen unten legen. Und das ist immer ein besonderer Zeitpunkt bei einem Zusammenbau, wenn man den ersten Kabelbinder ziehen kann. Da freue ich mich jedes Mal drüber. Aber bitte einen etwas kleineren. Hallo. Das ist natürlich ein Gehäuse ohne Kabelmanagement, gänzlich. Wir reden halt hier auch vom Jahr 2005. So. Düdüdüdüdüd. Seitenschneider lag doch hier. Nehmen den noch. So. Zack. Okay. Board haben wir drin. Top. Gucken wir gleich mal wegen dem Lüfter. Wie wir den da oben auch noch integriert bekommen. Da können wir natürlich hier auch wieder die Zwirbel-Hirbel-Methode machen. Mittwoch hatte der Bersi bei Alan Wake so einen krassen Bossfight im Livestream, an dem er so ziemlich verzweifelt war. Und dann kam der grandiose Vorschlag aus der Community, jetzt doch das Benny Hill-Theme einzuspielen. Und dem ist der Bersi dann auch irgendwann nachgegangen. Es hat ihm im Endeffekt nicht geholfen. Also er hat den Kampf dann nicht sofort instant gewonnen. Aber ich habe mich beömmelt vor Lachen. Es war so lustig. Diese fliegenden Gegenstände, was da alles bei Alan Wake sich so lebendig macht. Passend zum Benny Hill-Theme zu sehen. Das war schon ganz großes Kino. So, ich missbrauche die Klammer hier so ein bisschen als Arretierungshilfe. Ihr seht das. Finde das eigentlich voll in Ordnung. Da hängt nichts im Lüfter. Alles gut. Da oben ist der 8-Pin. Den kriegen wir auch noch gleich noch locker flockig eingesteckt. Alles tipptopp. So, der Lüfter kann sich drehen. Der kann sich auch drehen. Sehr gut. So, Festplatten. Wir verbauen hier insgesamt 4 Laufwerke. Eine SSD als Systemlaufwerk. 2 Festplatten, jeweils als Arbeitslaufwerke, eine Festplatte zum Aufnehmen des Streams, eine Festplatte zum Remuxen des Streams. Man kopiert dann von der einen Festplatte auf die andere, hat mehr Geschwindigkeit, das geht dann wesentlich flotter, als wenn man das alles auf einer Platte sich rödelnd machen lässt. Und eine SSD muss man dafür eigentlich nicht benutzen. Das tut eigentlich nur der Lebensdauer nicht unbedingt so gut. Und ein DVD ROM oder Brennerlaufwerk hier oben darf auch nicht fehlen. Irgendwann hat man sicherlich irgendwie mal die Möglichkeit oder das Bedürfnis, eine CD da reinzuwerfen. Und wenn ich die Option habe, dass ich sowas einbauen kann, baue ich sowas ein. So ein Laufwerk kostet nicht die Welt. Das flog jetzt bei mir rum. Also die kosten ja neu 12 Euro oder was. Und das ist dann völlig in Ordnung. So, Festplatten. Einmal 2 Terabyte, zweimal 2 Terabyte und hier Western Digital Green
Das ist Neuware jetzt übrigens. Kein Gebrauchzeugs. Mit 240 GB, das ist dann das Systemlaufwerk. Wo Windows draufkommt. Also jedem im Jahre 2017 möchte ich dazu raten, eine SSD als Systemlaufwerk zu verwenden. So, ich erwähnte es bereits, wir haben hier keine Vorrichtung für 2,5 Zoll Befestigung. Darum werde ich mit einem Adapter arbeiten müssen. Aber erstmal packen wir das Zeugs aus. So. Western Digital, erst vor kurzem überhaupt in den SSD-Markt eingestiegen. Im Endeffekt sind es umgelabelte SanDisk-Platten. Ja, klar, man kann auch immer sagen, ah, hättest du mal 15 Euro mehr ausgegeben für eine super Samsung, aber 15 Euro sind 15 Euro. Das macht bei einer Festplatte schon einen Terabyte aus, je nachdem. Und ja, da ist die Wahl halt auf zwei Laufwerke gefallen, anstatt auf ein großes. Aus der Seagate Skyhawk Serie. Das ist die Surveillance Serie. Die sind gemacht für Video Aufzeichnung. Streaming. Für Dauerbetrieb geeignet. 5900 Umdrehungen. Modernste Technik. Die sind echt nicht schlecht. Und auch echt nicht, gar nicht mal so langsam. Und die schiebe ich jetzt als erstes mal hier rein. Eine ganz nach unten. Auf der einen Seite nutze ich den Schnellverschluss. Und auf der anderen Seite wird verschraubt. Ja, und das ist halt, mit zwei Festplatten zu arbeiten, die machen auch kaum Vibrationen. Das sind super, wirklich super Platten. Mit zwei Festplatten zu arbeiten, hat halt einfach nur Vorteile in dem Setup. Also, wenn man die Streamaufzeichnung dann nachher in dem Fall, wo dann halt komplett mit GPU-Enkodierung gearbeitet wird für Stream und für die lokale Aufzeichnung in sehr hoher Auflösung, die Umkodierung danach, die dann über die CPU läuft, das ist natürlich bei dem i5 nicht so lustig, aber ich sag's mal so, das lässt man über Nacht laufen, lässt man sich automatisch runterfahren und fertig ist. Die ist natürlich optimalerweise dann auch von der einen Platte auf die andere Platte. Und darum sind zwei Festplatten drin. Damit kann man dann am besten arbeiten in dem Moment. So, für die SSD brauchen wir was. Da greife ich auch wieder auf meinen eigenen Fundus zurück. Habe ich hier noch aus dem Hause Intel. So eine Schiene. So. Die werden wir verwenden. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Wie kam diese denn hier wohl rein? Kann ja eigentlich nur so sein, ne? Dass man das Laufwerk dann so fixiert hier. An der Unterseite. Und dann ist das gut. Weil hier vorne würde es ja keinen Sinn machen. So. Also erneut Feingewindeschrauben. Vier Stück. Nicht zu lang sollten sie sein. So. Sind leider keine im Lieferumfang jetzt bei der Platte selber. Aber wir haben ja was da. Die Platte selber hat ja kaum Gewicht. Insofern ist alles gut. So. Bei Schrauberei fällt mir immer schwer, irgendwas zu sagen in dem Moment.
Jetzt ist das denn soweit. Steht sogar noch ein bisschen weiter raus als der Rest. Faszinierend. Wie ist das hier oben? Oder da oben? Ich gucke mir das mal gerade an, weil mir das sonst von der Thermik her unter Umständen nicht so gut gefallen würde. Wo greifen die Nasen denn rein? Da an der Höhe. Können wir so weit überhaupt reingehen? Bisschen tiefer, ne? Da würde ich einen Zugriff kriegen. Das hält jetzt aber. So. Hier mal eine schöne Sicherungsschraube rein. Tipptopp. Da gefällt sie mir besser als hier unten zwischen den Platten. Kommen wir etwas leichter ran und passt dann auch besser. Sehr gut. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich habe keine SATA-Kabel rausgelegt. Bin ich dumm oder was? Doom! Oh no, we're doomed! Schauen wir uns das Netzteil doch mal an. Pure Power 10, 400 Watt. Reicht völlig aus. Das müsste mit DC-DC-Technik sein, also komplett digitaler Kirmes. Ich kenne mich damit aber nicht aus. Wenn das jetzt Müll ist, schreibt es bitte in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Fühle mich geächtet und sag dem RIP dann auch schnell Bescheid, dass sein Rechner bald in die Luft liegen wird. Ich meine aber, die Pure Power Serie ist für ihr Geld von knapp über 50 Euro echt ein gutes Netzteil. Ist halt mit einem festen Kabelbaum. In unserem Fall aber durchaus erträglich das Ganze. Und zu managen. So. Da. Be quiet. Pure Power 10. Dicker Kabelbaum dabei. Kann auch noch eine Grafikkarte dabei sein. Was ja in dem Fall auch so sein wird. So. Das duftet gut. Zack. So. Das tun wir auch einmal mal auf Seite. Das Ordnung machen haben wir später Zeit. Optisches Laufwerk müsste ja eigentlich auch irgendwo rumgeistern. Hier, glaube ich. Genau. Habe ich eins aus dem Hause LG. Wir können das hier vorne auch mal pro forma reinstecken. Ich muss das nachher aber nochmal rausholen. Ja, so würde das da
drinstecken dann entsprechend, um die Frontblende einzusetzen. Wir schrauben das jetzt hier erstmal rein. Ich lege das... Muss ich es hinlegen? Ich glaube nicht. Eigentlich muss ich es nicht hinlegen. So. Kabelbinder sind auch ein paar dabei. Sehr nett. Und ein Schraubentütchen mit 5 Schrauben. Das heißt, man kann auch mal eine runterschmeißen. Ich kann mich vor Zipbeuteln heute nicht mehr retten, ey. Kommt natürlich mit dem Lüfter nach unten rein. So, einmal hier drüber rein und dann nach hinten durch. Könnten Sie bitte packen? Danke. Das. Einmal das. Einmal das. Und die Nummer 4 natürlich. Nummer 4 lebt. Eine andere Sache, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, bevor ich jetzt weiter hier mit der Verkabelung mache, weil ich mache eigentlich zuerst die Laufwerksverkabelung, bevor ich den Strom mache. Das ist so mein Workflow. Zum einen schrauben wir die Festplatten fest, verpassen den jeweils noch eine richtige Schraube. Warum sehe ich die denn da nicht? Das wundert mich gerade. Aua! Das war eine kleine Spitze von dem, was ich zuvor abgebrochen habe. Jetzt ist es richtig. So. Damit dann da auch nichts passiert. Zack, zack, zack. Sehr gut. Ist nämlich, hier vorne ist auch noch ein 3,5 Zoll Schacht und das Gehäuse selber verfügt halt nur über USB 2.0 in der Front, beziehungsweise aktuell noch gar nichts. Da muss ich noch selber reparieren und was weiß ich nicht was. Ich hoffe, ich habe mir jetzt keinen Metallsplitter hier reingezogen bei den Dingern, die ich rausgebrochen habe. Normalerweise geht man da ja auch nicht mehr dran, darum feile ich das auch nicht ab oder so. Aber jetzt bin ich gerade ungeschickt drüber gewischt. Kommt nämlich hier von Jerup Setner. Weiß ich auch nicht. Setner. Gibt es solche Einsätze mit USB 3.0? Die sind ziemlich teuer. Der hat jetzt auch noch 12 Euro gekostet. USB 3.0 Super Speed in Schwarz. Und den zimmern wir halt in den 3,5 Zoll Schacht, damit dort dann auch mal einfach ein USB-Stick moderner eingesteckt werden kann oder was auch immer gerade mit USB 3.0 am Start ist. Und ja, Einsatz finden möchte. So. Käme dann hier so rein. In etwa bis dahin. Hier einmal an. So in etwa. Und dann fixieren wir das von der Seite auch natürlich. Da brauche ich aber keinen feineren Schraubendreher. So, wo sind wir denn da oben? Es gibt diese Einsätze auch mit Möglichkeiten, noch SSDs dran zu schrauben. Sowas wäre mir eigentlich am liebsten gewesen. Aber
Leben ist kein Wunschkonzert. Das gab es gerade nicht greifbar. So. Also, dass man quasi diesen Einsatz für USB 3.0 hat, zusätzlich aber noch ein 2,5 Zoll Laufwerk da anbringen kann. So, ungefähr eine Idee, wo wir mit der Ausrichtung hin müssen. So. Blöd hier. Müssen wir es am besten von beiden Seiten verschrauben. Kriegt man diese Halter dann raus? Normalerweise wohl, ne? Frage ist nur wie. Hier hinten muss man drüber, ne? So, okay. So. Hier sehen wir diesen Spannmechanismus. Haben wir denn da jetzt eine Möglichkeit zu schrauben oder nicht? Doch, da. Eine Schraube können wir da reinmachen. Entschuldigung fürs in sich selber hineinlabern. Perfekt. Machen wir das gleiche doch auch mit der SSD. Der hat hier ungefähr tatsächlich reingegriffen. Aber auch nur ungefähr. Ja, heute wird zerlegt, was das Zeug hält. So. Der praktische Nutzen steht im Vordergrund. Kein Bling Bling. Hauptsache, der Stream sieht gut aus. So. Tipptopp. Bei den Platten bleibt das so. Das hält. Das ist okay. Das ist ein bewährter Mechanismus. Den mag ich auch. So, die können wir auch alle zumachen hier. Für die Sicherheit. So, tipptopp. Ja, mit dem können wir dann da ans Mainboard gehen. Mit dem USB 3.0er. Jetzt wäre aber eigentlich mal es an der Zeit, das hier vorne vielleicht auch zuzumachen. Obwohl, so sehen wir noch ganz gut, was hier Sache ist. Ich brauche jetzt SATA-Kabel. Tatsächlich. Lassen Sie mich grübeln. Vier Stück brauchen wir. Vier Stück in der Tat. So, ein Sammelsurium an Kabeln, SATA-Kabeln hat sich hier ergeben. Was ein Glück. Und damit können wir dann fortsetzen. So. Wollen wir mal gucken, was wir wo am dümmsten hinstecken. Vielleicht doch als allererstes zumindest den Hauptstrom stecken und den Zusatzstrom vom Netzteil. Macht ja irgendwo Sinn. So, einmal hier. Dass ich die schon mal mit im Gehäuse liegen habe. Diese Anschlüsse. Ich lege mir jetzt die, die ich jetzt erstmal nicht brauche, auf Seite. So. Einmal der 24-Pin. Ich weiß gar nicht, wie man den gedreht nehmen soll. Ich glaube, so ist am besten.
das schon drauf jetzt? Wasserlaube Stecker, warum schnappst du nicht rein? Normalerweise müsste er drüber klipsen, macht er jetzt aber noch nicht. Jetzt hat er verloren. Das war jetzt aber ein bisschen widerspenstig, mein Freund. So, den kann man eigentlich sehr, sehr schön hier ran arretieren, fixieren. So hängt dann auch nichts großartig im Weg des Luftstroms. So. Sehr ähnlich möchte ich es gerne handhaben mit ihm hier. Ihn auch einfach out of trouble. Hier oben einmal rein. Das ist so cool. Du hast hier Tageslicht noch und nöcher. Siehst aber selber nichts mehr. Weil die Augen auch so an die Helligkeit gewöhnt sind. Dann hast du diese dunkle Hardware. Dark Energy. So. So. Auch ein bisschen widerspenstig. Was ist denn los? Den lege ich eigentlich ganz gerne dann hier oben lang. Und dann haben wir auch gewonnen. So, können wir hier fixieren am Lüfter. Nehmen wir davon noch einen unserer beiliegenden Kabelbinder. Kommen Sie mal durch jetzt hier. Stell den Campingwagen nicht dahin. So. Dann kann der sich auch nirgendwohin verirren. Bleibt einfach da, wo er ist. Ist jetzt nicht schnurgerade verlegt oder hat das ich nicht was. Das kümmert mich nicht die Bohne. Sehr gut. So. Jetzt schauen wir uns mal den USB 3.0 Mann an. Kriegen wir den hier hintergelegt und dann gescheit nach vorne. Wenn das schon so ein schöner Stecker ist, der so zur Seite wegguckt. Na? Wie sieht's aus? Läuft. Sehr gut. Super. So, das optische Laufwerk. Unser Steckenpferd, was ganz ans Ende kommt, wird an einen der obersten Ports müssen. Das ist nämlich SATA 5 und 6. Ich weiß jetzt nicht, welcher oben, welcher unten ist. Man sagen, der hintere ist wahrscheinlich der obere. Also der SATA 6. Möchte ich gern ganz nach hinten machen. Dann lege ich den auch hier hinten lang. Und stecke ihn dann hier ein. So. Zack. Doch eher dazwischendurch. So. Okay. Jetzt natürlich weiter im Text. So, abgewinkelt an SSD macht keinen Sinn. Ich habe zwei abgewinkelte. Nein. Blöde Auswahl an Kabeln. Darf ich das mal so erwähnen? So.
Also erstmal der Gerade an die SSD, die sich ja da versteckt. So. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, dass das Board schon so modern ist, dass es diese abgewinkelten Anschlüsse hat. Jetzt brauchen wir erstmal hier nach hinten gehen und dann wieder zurück. SATA 1 und 2 sind die da. Ich hoffe mal, dass das der 1er ist. Und dann wieder rein. Andererseits klappt das eigentlich ganz gut hier hinten mit dem Freiraum, den man dahinter hat. Nur jetzt hier ganz unten natürlich abgewinkelt zu nehmen, ist ein bisschen meh. Aber wir gucken, ob es irgendwie Genfer Konfektion verträglich ist. Nee, ist es nicht. Es ist mir zu sehr auf Spann. Also muss der rote doch woanders hin. Kommen Sie mal raus. So. Soll der rote dann die SSD sein? Das ist so ein langer Stecker. Machen wir so. Dann nehmen wir den hier an den vermeintlichen zweiten Port. Ne, ich musste ja nach unten. So. Grübel, grübel. Bitte. Und jetzt die SSD nochmal. Gleiches Spiel wie gerade eben. Einmal dahinter gehen. Und dann wiedersehen. Es geht eigentlich ganz gut. Auch mit so abgewinkelten Ports dann hierbei. Ist schon okay. Und es ist überhaupt kein Beinbruch. Da ist eh nichts mit Airflow. Also es ist nicht irgendwie relevant, großartig. So, dann einmal abgewinkelt. Finde ich auch immer unglücklich, wie viele abgewinkelte die Hersteller prinzipiell beilegen. Ich hatte jetzt bei dem Mainboard halt nichts mehr mit dabei. Darum erstmal so. Aber das funktioniert ja. Na komm. Ich meine, hier müssen später noch die Anschlüsse her für Onboard-Audio und so, aber die gehen dann einfach alle über den Boden. Und dann ist es gut. Jetzt nochmal unser optisches Laufwerk. Zack. Hinter dem 3.0er her. Und dann einmal da vorher und da rein. Wunderbar. So. Hauptstrom dran. Jetzt brauchen natürlich unsere Laufwerke auch Strom. Also wir brauchen dreimal SATA hier unten, einmal SATA da oben. Das hier ist der für die Grafikkarte. Der kommt ganz zum Schluss. Und dann haben wir hier einen mit dreimal SATA und dann einem 4-Pin-Molex. Der bietet sich doch wunderbar an. Der hier hat nämlich nur zweimal SATA und den kleinen 4-Pin-Molex, den Floppy. So. Fangen wir oben an mit der SSD. Ist immer schön, wenn so Netzteile noch ganz neu sind. Das war mir auch wichtig, dass ich ein neues Netzteil verwende und nicht eins aus meinem Fundus. Zum einen sehen die Bequiet-Netzteile wirklich
ihrem Namen treu und sind laufruhig. Zum anderen zählen die halt nicht umsonst zu den beliebtesten am Markt. Zumindest in Good Old Germany. Das ist, glaube ich, mit einfach die beliebteste Marke überhaupt. Weil sie einfach zuverlässig sind. Und eine gute Effizienz an den Tag legen für das verlangte Geld. Und das war mir halt wichtig. Dass in so einem Produktivsystem beim Netzteil nicht am falschen Ende gespart wird. So, einmal auf eine Verkabelung hier etwas weniger auf Spannen gestalten. Zack. So, den 4-Pin Molex. Den würde ich eigentlich hier unten einfach liegen lassen. Der macht ja nichts. Der tut ja niemandem was zu Leibe. Also, da kommt nichts rein, gar nichts. Das ist egal. Einfach liegen lassen. Fertig ist. Und das können wir hier oben mit da dran bündeln. So. Und jetzt nehmen wir uns hier auch den ersten Abgriff, würde ich sagen. Oder sollen wir den zweiten nehmen? Vielleicht ein bisschen entspannter. Weiß ich nicht. Ne, wir nehmen den ersten. So. Einmal für das Laufwerk. Mal da rein. Jetzt können wir das Ganze nämlich hier auf jeden Fall schon mal zusammenfassen. Mit dem Saft noch für die Grafikkarte, der auch hier runtergelegt wird. Das kommt von der Länge her eigentlich perfekt hin. Dann brauchen wir nämlich echt nur zwei Kabelbinder, um das Ganze hier aus dem Weg zu legen für den Luftstrom. Und um ein betriebssicheres Inneres gewährleisten zu können. So. Sprich, nichts hängt irgendwo in Lüftern drin oder so. Wunderbar. So, den hier. Machen wir vielleicht auch einfach mit ans Kabel. Einmal so. Dann können wir nämlich unsere temporäre Grafikkarte einsetzen. Da habe ich aktuell eine GeForce GTX 1050 Ti hier. Letzten Endes wird in dem System landen eine GTX 950. Wo die ich die hier hinsetze. Noch ein Ding dazu. Die reicht nämlich völlig aus. Die hat das NVENC-Profil. Man sieht mich überhaupt nicht, gell? Vor lauter Gehäuse hier. Hätte ich mir Bild im Bild auch sparen können. Die hat die erweiterte NVENC-Enkodierung, welche wir ja hauptsächlich wirklich einfach haben wollen. Und beherrscht diese halt einwandfreien Hardware. Mit Auflösungen bis zu 3200x1800 Pixel bei 60 FPS. 4K schafft sie nicht ganz, zumindest war das der letzte Stand. Aber es ist nicht so dramatisch, weil bis wir 4K durch die Bank weg capturen mit entsprechenden Framerates. Da vergehen noch ein paar Jährchen, glaube ich. Das braucht noch ein bisschen was. Bis das zumindest im Streaming-Bereich bei den Heimanwendern angekommen ist. Wir sind ja gerade auf dem Weg dahin, Full HD 60 zum Standard werden zu lassen für das Livestreaming, was wir unter anderem dann hiermit halt auch bewerkstelligen wollen. So, einmal die GeForce rein, Hebel natürlich nach hinten eingesetzt, festgeschraubt. Ganz klassisch, keine Schnellverschlüsse oder so eine Kirmes. Ja, es werden in dem System nachher 3 Capture-Karten landen. 2 aus dem Hause Ava Media und die eine StarTech, um die es halt primär geht natürlich, um das Ganze dann auch kompatibel zu gestalten.
wie wir hier sehen können, ist dann dafür auch schon steckplatzmäßig vorgesorgt. Nur hier passt das Ganze gerade noch nicht so. Was nicht passt, wird passend gemacht. Zack, zack, zack. So, und dann hier natürlich den Grafikkartenstrom dran. Plong. So, dann können wir auch so ein bisschen nach oben noch ziehen. Das ist eigentlich ganz praktisch, dass man den so als letztes gelegt hat. Ja, ist doch ein bildhübsches System vom Innenaufbau geworden. Jetzt müssen wir natürlich in der Frontblende mal schauen. Und da habe ich etwas vorbereitet. Einmal kurz hier das Laufwerk entfernen. Und einmal mit mir kommen. Wenn ich denn hier überhaupt hinten herkomme. Also dank dem Greenscreen und Einstürzen Neubauten alles zu. So. Ganz frisch geklebt, ganz frisch versaut, wie ich gerade sehe. Toll. Das sollte es eigentlich nicht sein, was ich jetzt sehe, erblicke. Aber wir kriegen das sicher gesäubert. Mir ist leider der Heißkleber ausgegangen. Und darum habe ich jetzt mit normalem handelsüblichen Klebstoff gearbeitet, der natürlich noch nicht vollends getrocknet ist. Schöner Bastelkleber, weil wir haben ja von einem unserer Zuschauer diese formschönen Schlüsselanhänger bekommen mit dem Ravioli R. Das passt hier natürlich wie Faust aufs Auge. So. Kommt noch die Staubmatte rein und dann kann das in der Position hoffentlich trocknen. Wenn es morgen natürlich abgefallen ist, weiß ich, wo ich nochmal ran muss. Dann sehen wir halt das Ganze auch mal so, wie das denn eigentlich aussehen sollte. Ein Knarr, das kann man nochmal abmachen, dann da, wenn es auch getrocknet ist. Haften tut es schon ganz gut, leider ist es nicht ganz gerade. Na gut, Nick in der Optik. So. Mit Liebe gebaut, sage ich immer. Der kann nur vielleicht noch ein Stück nach vorne hier. Aber ansonsten ist das Ganze doch schon ganz okay geworden. So. Natürlich gucken, dass wir hier unser Datenkabel wieder einstecken. Der S-Arter. Und natürlich den Strom. Der da oben fliegt, das machen wir jetzt mal ein bisschen blind. Mittlerweile weiß man ja, wie sich diese Stecker denn so anfühlen. So. Komme ich denn da überhaupt dran an das Ding? Ich
ist er denn, der Rahmen? Ist der das? So, ja, das sieht besser aus. Na gut, drehen Sie, denken Sie sich, dass er ein bisschen gerader, ein bisschen sauberer. Aber der Wille zählt. So, hier käme natürlich noch eine Schraube rein. Und dann klemmen wir es an und schauen, ob wir Mist gebaut haben. Seitenteile muss ich noch fertig machen. So kann natürlich da noch nichts mit optimiertem Airflow herrschen. Aber egal. Und genauso wie, ach ja, hier unten steckte der auch noch nicht richtig. Hier oben auch noch nicht. So, genauso wie hier unten das Panel. Da will ich die USB-Ports noch reparieren. Die sind nämlich kaputt. Das ist eine Lötarbeit, die noch gemacht werden müsste. Jetzt erstmal hier Strom. Das Statur. Am besten gleich an die Frontanschlüsse. Bildschirm. Und natürlich den auch umdrehen. Ah. Kabel hängt so ein bisschen noch spannend. So. Eine Maus wäre schön, aber vieles wäre so schön. Ein halbwegs ordentliches Zimmer wäre jetzt auch sehr schön nach so Bastelabenden. Aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, also feuert ab. Nichts geht. Jetzt geht was. CPU memory has changed. You're right, man. Wir haben ja mehr RAM eingebaut. There we go. Lad mal das Extreme Memory Profile. Save and Exit. Läuft doch. Mal gucken, dass die Laufwerke erkannt werden. Wait for it. Military Class. So, ja, da sehen wir sie doch. Alles etwas kryptisch für mich, von daher gucken wir lieber nochmal so. Na, wo ist denn das?
SATA, Hotplug, AHCI, ja, ist schon klar. Sag mal. Wo sehe ich, was ich drin habe? Da oben wahrscheinlich. UEFI Harddisk. Ich möchte gerne wissen, was ich hier für Festplatten drin habe. Ja, MSI-Boards und ihre BIOS sind für mich nicht so super übersichtlich, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Da sehe ich's. Meine Güte. Ich hab's richtig gemacht. SSD, die beiden Seagates und das Laufwerk ganz nach hinten. Jawohl. So muss das auch mal sein. Ja, ich werde jetzt nichts weiter einstellen, weil es könnte ja auch sein, dass es noch ein BIOS-Update gab und was weiß ich nicht was. CPU bei 28 Grad friert sich einen ab. So wie sich das gehört. So mögen wir das. So wollen wir das. Und so ist dieses Video jetzt hier auch zu Ende. Man sieht mich zwar nicht mehr. Ja, vielen Dank, dass ihr das mit mir durchgestanden habt. Ich wünsche euch alles Gute im neuen Jahr, in 2018. Und hoffentlich sehen wir dann mehr von uns und euch auf Twitch und auf Ravioli, wo auch immer. Ravioli Extras ist übrigens der Kanal mit dem roten Ball, wo die ganzen Livestream-Aufzeichnungen landen werden. Hoffentlich dann auch in Zukunft super High-Quality-Content hier mit dieser Kiste aufgenommen. So, ich habe die Kabelbinder nicht abgepitcht. Tschüss, wir singen. Jetzt auch gut hier mit dem Ding. Tschö, alles gut gegangen, ich bin froh. Ach, Ramm geköpft, alles tot. Und es läuft noch. Yes, sir. Ja. So ist das. So war dieser Zusammenbau. Ah, schön, dass ihr dabei wart. Das war mal granatenmäßig super geil. Klasse Sache. Ja. Fahrradunfall. Schlüsselbein gebrochen. Alles am Start. Genau. Tschüss, Cracky aus der Vergangenheit. Rechner zusammengebaut. Rechner in Betrieb genommen. Die Nacht habe ich noch bis 6 Uhr in der Früh durchgemacht. Dark Zonky. Hat man diesen Alarm jetzt gehört? Dieses Bananarama Man? Oder habt ihr das nicht gehört? Keine Bremsen versagt. Nee, war eigene Dummheit. Nee, hört man nicht. Toll. Warum? Regel brechen. Da, da, da. Nicht auf Eddie hören, immer Helm tragen. Ich habe einen Helm getragen, zum Glück. Wenn man hier sehen kann, gerade auch am Auge vorbei. Und dann war nämlich eine Zaunecke im Weg. Ist ja alle immer so verwundert sein, dass der Baum noch steht. Ist herrlich. Wir haben den am 22. aufgestellt. Was soll ich denn jetzt schon aus dem Haus schmeißen? Außerdem ist doch heute Holy Free Kings. Ja, es war tatsächlich eine Zaunecke. Ich habe richtig Glück gehabt. Ja, also, ich habe das Laufrad der Kurzen gehalten und linke Hand am Lenker, weil ich das Laufrad der Kurzen nach Hause bringen wollte und unseren Fahrradanhänger holen wollte. Wir waren auf dem Weg ins Naherholungsgebiet. Und sie konnte halt nicht mehr mit dem Laufrad, hat ja nicht auf uns gehört, ist nicht mit ihrem Fahrrad gefahren. Und dann war mir der erste Gang zu niedrig und dann wollte ich auf den zweiten Gang wechseln und ich habe so eine kleine Ringschaltung, drei Gänge, aber am rechten Griff des Lenkers. Und dann bin ich auf die granatenmäßige Idee gekommen, mit der linken Hand rechts an den Lenker zu greifen. Dann ist mir natürlich das Rad weggerutscht. Ich habe zwei Schritte noch gemacht irgendwie.
und bin dann mit richtig Knallgas, habe ich einen Flachkörper in den Zaun gemacht. Wirklich auf die Ecke des Zauns. Und ja, mein Schlüsselbein war dann der letzte Bremsanker. Und das ist durch. Ja. Schade, dass die Actioncam nicht dabei war. Nee. Ja. Nö, das Fahrrad nicht. Das Fahrrad hat es ja nur hingelegt. Also, das Fahrrad ist ja nur umgekippt. Ja. Also insofern, das ist da nicht weiter wild. Das hat schon einiges mitgemacht, aber na gut, so ist das halt. Finde ich hier so einen adäquaten Zaun? Ich weiß nämlich nicht genau, wie man die beschreiben soll. Das sind diese mit diesen Holzquerschnitten. Zwei Holzquerschnitte übereinander. Quasi aus dem Baumstamm geschnitzt so. Die da so ein bisschen unregelmäßig verlaufen. Googles nach Zaun. Findest aber, glaube ich, kein adäquates Bild zu. Ja, und das war halt an so einer Einfahrt. Und der hat dann halt das Grundstück da abgegrenzt. Und dann bin ich quasi in die Einfahrt gesegelt. Und dann da vor diese Zaunecke gedonnert. Ja. Und darum ist erstmal mit Bastelnacht nichts, weil Doc hat mir gesagt, maximal 5 Kilogramm heben. Und ich muss das halt ruhen lassen. Hat jetzt eine OP, da sind jetzt Drähte drin. Und dementsprechend muss ich da jetzt ein bisschen Ruhe walten lassen und werden wir die kommenden Wochen dann eher mit Zockerei verbringen, den Samstag. Was ja auch nichts Verkehrtes ist. Vielleicht lässt sich ja auch noch was anderes eindeichseln, aber das muss man dann mal sehen. Jedenfalls kann ich keine Gehäuse bewegen oder dergleichen. Das ist nicht dran zu denken. Ich darf den Arm nicht über 90 Grad heben. Also das ist jetzt mein gesunder Arm. Ja, und darf halt nichts großartig bewegen. Ja, ist so. Finger weg von den 5 Kilogramm SSDs. Schön jedenfalls, was ihr für Feedback dagelassen habt während der Videopremiere. Ich muss allerdings, da muss der Bersi dran. Ja, also das Basteln, was ich ja mache, ne, diesen Hardware-Wahnsinn, den habe ich ja nun mal am Start. Und heute stand es auch im Raum, dass eventuell der Mattis eine Show macht, weil sein Sunday Fun Day, das ist irgendwie ein Format, was irgendwie auf den Sonntag gelegt ist, den er aber auch sonst irgendwie anderweitig verplant hat. Und darum wird es den morgen wohl auch nicht geben. Dann stand es im Raum, ob er es heute vielleicht auf den Samstag zieht. Hätte eventuell auch passieren können. Jetzt habe ich mich heute für so eine Videopremiere entschieden, was ja auch nichts Verkehrtes ist, würde ich mal behaupten. Und ja, muss man da mal sehen. Also es kann auch sein, dass anderweitig mal jetzt war kurz meine Verbindung weg, oder kurz lag zumindest. Danke für die gute Besserungswünsche, dass mal jemand anders den Samstag übernimmt. Aber ansonsten habe ich halt schon vor zu zocken. Es gibt ja einige Fässer, die ich retromäßig aufgemacht habe. Jedi Knight wäre da zu erwähnen, Ego-Shooter, dann das Star Trek Klingon Honor Guard. Ja, es hat kurz geleckt. Ne? Ich habe hier auch gesehen, die Ampel ist kurz auf Rot gegangen, warum auch immer. Ja, jetzt müsste es aber wieder laufen. Und ja, ne? Also die Show fällt jetzt erstmal pauschal nicht aus, aber wie gesagt, Bastelei erstmal nicht. Half-Life 1 hatte ich auch angefangen, stimmt. Das Problem ist halt immer nur zu sehen, wo das Ganze denn. Das ist aber auf dem Index Replex. Das darf ich nicht spielen. Ne? Also Jedi Knight weiterzocken, Star Trek Klingon Honor Guard weiterzocken, Max Montezuma eventuell wäre auch so eine Idee. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mal das Super Nintendo Classic Mini auspacke, wo man da ein bisschen Zelda spielt oder so. Praktikanten besorgen. Nee, danke. Ja, Semikolon. Hau rein. Vielen Dank fürs Einschalten, dir auf jeden Fall. Half-Life ist zu sehr ausgenudelt. Nee, also ist jetzt nicht
ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht wüsste, was ich spielen will. Ne? Also darum geht es jetzt nicht. Es ist halt auch immer eine Sache, das aufzubauen, weil man da halt auch in dem Moment was bewegen muss. Und hat dann halt immer Vorbereitungszeit jetzt, zieht es mit sich, weil ich das halt auch dann baldowern muss mit meiner Frau gemeinsam, weil sonst funktioniert das nicht, wenn ich dann da eventuell einen anderen Rechner hinstellen muss und so. Und muss man dann halt abwägen. Aber es wird Shows geben, aber dann halt mit Zockerei. Sehr, sehr wahrscheinlich. Genauso wird das auch mit dem Video-Output sein. Ihr habt das ja jetzt schon gesehen. Jetzt gab es zwei Vario-Teile, wenn das jemandem aufgefallen sein soll. Ich kann es euch nur empfehlen, wer sich mal ein bisschen das Essen versüßen will. Vorher würde ich die Tastatur allerdings abdecken mit irgendeinem Spuckschutz, weil es könnte sein, dass man lacht. Dann kann man das auf jeden Fall auch in Angriff nehmen. Ja, da mit zwei Mann da oben ist halt schon verdammt eng. Sicherlich auch irgendwo eine Idee, aber praktikabel nicht einsetzbar. Dass man dann jedes Mal Samstag sich dann da freinimmt und so. Und außerdem ist das einfach dann auch mit der Bewegung echt so eine Sache. Ja. Danke, Kurisu. Von daher lieber 6 bis 8 Wochen Ruhe geben lassen. Ich bin mal gespannt, was Mittwoch die Untersuchung sagt. Dann wird das Ganze wohl auch wieder gerönt. Und dann gucken wir mal. Zu Rips PC, den wir gerade, wie wir ihn gerade gesehen haben, zusammengebaut haben. So wie er dort zusammengebaut wurde, ist da schon nicht mehr. Das Mainboard hat nämlich einen kaputten Onboard-Audio-Chip. Ich ziehe das magische Glück bei MSI-Mainboards an. Der Bromart hatte mir sein Sockel 2011er-Board geschickt, welches kaputten Onboard-Audio hat. Und dieses hat auch einen kaputten Onboard-Audio-Chip. Und kurioserweise wollte es aber auch nicht mit meiner Soundblaster Recon 3D zusammenarbeiten. Also ist dieses Board kurzerhand rausgeflogen und ich habe dort ein anderes Mainboard reingezimmert. Ja, das ist genau auf mich zugeschnitten, ja. Ja, gute Nacht, Wolfi, komm gut ins neue Jahr in Sachen Arbeit. Danke dir fürs Einschalten. Ja, ärgerlich mit dem Mainboard. Ich will da jetzt aber auch keinem irgendwie den schwarzen Peter zuschieben. Das ist halt mit Gebrauchtwaren immer so eine Sache. Weiß der Geier, vielleicht hat derjenige auch bisher eine Soundkarte betrieben da drauf und ihm ist es gar nicht aufgefallen. Jetzt haben wir da drin ein Gigabyte, auch einen Z87, das G1 Sniper. Und das läuft soweit. Das hat auf jeden Fall entsprechend Sound und alles, was dazugehört. Ich kann mal kurz auf das Dingen schalten hier. Ich habe den gerade nämlich noch im Leistungstest laufen. Hab heute meiner Frau gesagt, kannst du mir bitte das Gehäuse da hinstellen? Kannst du mal bitte dies? Kannst du mal bitte das? Und ja, der läuft gerade im Prime 95 Stresstest. Die CPU ist übertaktet von ihren 3,4 GHz Basistakt. Die taktet ja normalerweise auf 3,8 GHz hoch. Dezent übertaktet auf 4,2 GHz. Bei einer Core Voltage Offset von 0,1 Volt läuft dann jetzt unter Last bei 1,26. Das resultiert in einer maximalen Temperatur von 75 Grad bei einer Lüfterdrehzahl von 1250 Umdrehungen. Beziehungsweise 1300 Umdrehungen. Dann ist der Rechner auch leicht hörbar. Der macht auf jeden Fall da einen guten Durchzug drin. Und das Ganze ist eine schöne, zuverlässige, leistungsstarke Kiste. Ist jetzt sicherlich nicht der beste Prozessor, den ich da erwähnt habe, erwischt habe, auch gebraucht, ja. Aber ist die Prozessorleistung ist eher zweitrangig. Es geht ja um die Videoencodierung, die dann da in der Grafik läuft. Und das ist dann so schon okay. So, jetzt lass mich hier nochmal gucken. Zack, zack. So. Lags werden schlimmer. Ja, betreiben Sie mal eine Webcam. Haben Sie Spaß dabei. Tut mir leid. Wenn du Cracky nerven willst, schickst du ihm ein MSI-Board. Ich habe da halt nicht so viel Glück. Ich meine, das X370 beim Bersi, das läuft ja. Nee, Medikamente für Gegenschmerzen nehme ich gar nicht. Die wollten mir morgen nach der OP, wollten nämlich auch an einen Tropf hängen, an einen Ibuprofen-Tropf, und ich habe die Schwester nur so angeguckt, warum denn? Ich habe doch keine Schmerzen. Wofür? Doc hat verordnet. Aber mein Zugang am Arm war zu.
Also konntest du mir den Tropfen nicht geben. Da war ich eigentlich heilfroh drum. Weil, wofür bitte? Ja? Wofür? Macht keinen Sinn. Numoko, guten Abend. Ja, also, außer der einen Schmerztablette, die sie mir dann an dem Morgen und irgendeine Magenschutztablette nach der OP gegeben haben, habe ich keine Schmerzmittel zu mir genommen, zu keiner Zeit. Nein, weil das war auch nach dem Aufprall durchaus machbar, es sei denn, ich habe halt festgestellt, dass sich da oben was bewegt. Und da wusste ich halt auch sehr schnell, dass das Schlüsselbein gebrochen ist. Ja, also ich bin der Letzte, der gleich sich eine Aspirin reinpfeift, nur weil er ein bisschen Kopfschmerzen hat. Das muss nicht sein. Ne? Und insofern, nee, da komme ich eigentlich ganz gut mit zurecht. Auch die Nächte sind wirklich voll in Ordnung. Nur der hier ist halt echt und sein Bewegungsspielraum eingeschränkt. Ich kann ihn nur relativ langsam bewegen. Also, um ihn hier auf den Tisch zu legen, mit meinem großen Stuhl und WASD zu bedienen, ist es noch okay. Aber ich bin da wirklich sehr vorsichtig. Und ja, ne? Das muss ja heilen. Und ich bin mal gespannt, was es Mittwoch gibt. Und dann sehen wir mal weiter diesbezüglich. Ja, gut. Rechner leider nicht so wie im Video. Die Realität ändert sich immer sofort, nachdem man den Aufnahmestopp gemacht hat. Ich meine, ich habe in der Nacht dann auch noch festgestellt, dass der Ton nicht lief. Habe ich das noch festgestellt? Ich glaube, ich habe den installiert und overclockt dann. Ich habe das erst gar nicht bemerkt. Ich habe das dann erst festgestellt, als ich am Folgeabend mit dem Daniel zusammen den PUBG-Stream angeschmissen habe. Da habe ich nämlich auf dieser Maschine, die wir vorhin gesehen haben, gezockt mit der 1050 Ti und dem übertakteten i5. Und das PUBG lief ja wirklich astrein. Der Sound kam da in dem Moment von der Grafikkarte aus, über den Nvidia HDMI-Ausgang. Das hat auch funktioniert. Aber der Onboard-Sound selber hat keinen Mucks gemacht. Und wir brauchen den Sound, damit der RIP dann halt auch zukünftig Ton in seinen Streams hat. Ja. Ja, das mit dem Geisterkill, das war Priceless Knurro, ne? Das war der absolute Hammer. Ne, bei mir haben sie zum Glück die richtige Schulter operiert und Vollnarkose habe ich auch wirklich sehr, sehr gut vertragen. Darum bin ich auch gleich einen Tag nach der OP gleich wieder raus. Der Trooper wird ersetzt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Trooper hat ja jetzt nichts mit Streaming zu tun, außer vielleicht ein bisschen Chat abzurufen. Der Trooper bleibt bestehen. Der RIP bekommt eine schöne neue Maschine, die er neben seine Hauptmaschine stellen kann und die dann rein dafür da ist, um Livestreams in einer gewohnt guten Qualität rauszujagen und der RIP sich nicht mehr großartig um Konfiguration von Spieleinstellungen kümmern muss und dergleichen. Wird das Spiel jetzt abgegriffen? Ruckelt der Stream? Ruckelt das Spiel? Ist das zu laut? Ist das zu leise? Nein, das ist alles dann eine feste Installation, die so funktioniert. Vielen Dank. Sehr freundlich und Dankeschön. Und ja, das war laut. Ja, mein Pegel hier vom Mikrofon, der schlägt eigentlich auch fast aus und das müsste eigentlich leiser sein. Kurioserweise ist das lauter. Ja. I don't know. Dart Deluxe Stream. Zum Beispiel. Ja, da kommt dann halt auch eine 60 FPS Capture-Karte rein. In dem Fall aus dem Hause Avamedia. Richtig professionelles Ding. Die hat VGA und HDMI. Dark Crystal HD Capture CD311. Die kann Full HD 1080p 60. PCI Express Karte. Die bekommt der RIP und der Bersi, damit sie natürlich auch entsprechend ihre PCs in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde abgreifen können. Die beiden Jungs haben zwar Ryzen-Systeme und so weiter und so weiter, aber da muss das Ganze halt über die CPU-Encodierung laufen. Und ich sag's mal so, es reicht jetzt aktuell gerade so für 1080p mit 60 Bildern. Das Problem ist, die ganze Streaming-Geschichte geht halt auch reinrassig, alleine nur weil dieses Programm läuft. Geht das schon auf die Grafikkartenleistung auch?
Und dann wird es halt mit der R992 oder R993, die die Jungs halt haben, wird das halt schon knapp. Jetzt hätte man natürlich auch hingehen können und 500 Euro jeweils in die Hand nehmen können für eine 1080 oder noch mehr für eine 1080 Ti. Wir haben aber lieber für das Budget dedizierte Rechner gebaut, die jetzt eine feste Größe darstellen, immer da sind, funktionieren, immer genügend Festplattenplatz haben, einen festen Workflow ermöglichen und euch einfach einen besseren Stream liefern. Die Jungs haben weniger Stress, mehr Spaß beim Stream, alle haben gewonnen. Ja. Die Karte ist viel zu teuer, die kostet 250 Euro. Man hätte natürlich auch eine StarTech PEX HDCAP 60L nehmen können, die ich ja auch schon habe, am Start habe. Aber ich glaube, die wäre jetzt aktuell sogar noch teurer gewesen. Jetzt habe ich natürlich im Livestream mit dem Magic M zusammen, mit dem Daniel zusammen, die USB-Lösung ausprobiert, diese Avamedia Extreme, Capture Extreme oder wie die heißt. Die kostet irgendwie 130, die kann auch 1080p 60, funktioniert auch. Ist von der Bildqualität her sicherlich ein Ticken schlechter, weil du über USB 3.0 halt nicht so viele Mbits pro Sekunde drüber jagen kannst, dass du da eine vergleichbare hohe Bildqualität erreichst. Und war mir halt vorher auch nicht bekannt, wäre sonst sicherlich auch eventuell eine Option gewesen. Gut, das Ding hat aber auch unter Umständen eine Macke. Beim Szenenwechsel siehst du erst noch den letzten Frame, den die aufgenommen hat, bevor dann das aktuelle Bild dort wieder reinhüpft. Also ist insofern die interne Karte auf jeden Fall noch einen Ticken besser. Außerdem hat sie natürlich VGA. Jede StarTech hat eigentlich VGA. Also auch die 60L hat zwar ein DVI, aber den kannst du hinten auf VGA adaptieren. Und das ist halt das Tolle. VGA brauchen wir halt auch, wenn wir mal geile, verrückte Sachen mit Retro-PCs machen. Wir haben ja einige Live-Formate auch so in der Schmiede, die wir gerne durchziehen wollen, mit denen wir richtig Spaß haben wollen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall auch die Möglichkeit, unsere Retro-PCs gescheit abzugreifen. Und dann bringen wir einiges an den Start. Da haben wir technisch auch schon was Cooles aufgestellt. Und ja, da freuen wir uns drauf. Bromat hat mir wahrscheinlich geschrieben, wie die... Kannst du dir mal anschauen als Ersatz für die Capture Card OBS-Plugin. Ach, meinst du dieses... Was meint denn der Bromat da? I don't know. Meint er dieses Netzwerk-Streaming oder was? Aber dann muss ja der Rechner trotzdem einen Stream aufbereiten und rausjagen. Auch wenn das nur übers Netzwerk läuft. Ist ja auch wieder so eine Sache an sich. Geht ja auch wieder auf die Leistung. Obwohl das der Ryzen natürlich spielen können sollte. Aber dann müsste auch wieder ein OBS laufen, was auf die R9-Performance drückt. Ja, das hat der Mattes ja festgestellt. Sobald er das OBS ausgemacht hat, lief sein Far Cry mit 70 bis 80 FPS. Das ist halt das Problem. Micha Tobias, moin. Ich habe keinen adäquaten Ja, die Rechenzeit für höhere Bitraten, klar, ist lächerlich. Aber wenn es mit OBS arbeitet, drückt es direkt auf die Grafikkarte, so oder so. Und das merkst du halt, wenn du im GPU-Limit hängst, ne? Dazu sage ich gar nichts. Das sind Dinge, die gehen hier rein, da raus. Sage ich nichts zu. Das sind so Dinge, mit denen ich mich nicht befassen möchte. Möchte ich gar keine Ressourcen für verschwenden. Ja, gute Nacht. Das OBS-Plugin ist nur für den Streaming-Rechner. Okay. Ja, aber wo? Aber auf dem Rechner selber, auf dem gezockt wird, muss da auch was laufen, dass der das dem Streaming-Rechner zur Verfügung stellt. Oder nicht? Irgendwoher muss das Bild ja kommen. Und es ist halt de facto so, sobald das OBS nur läuft. Ja, natürlich wird da zu viel Wind drum gemacht. Das ist halt eine Lücke, die halt schon lange da war. Und jetzt ist es halt dick rausgekommen und wird dann halt mal breit getreten und so. Und ja, und pff, who cares? Weißt du?
In 50 Jahren bin ich eh unter der Erde. Das ist mir doch alles Latte. Sollen die doch auslesen, was sie wollen? Das ist mir doch Hupe. Ist doch. Kümmert mich nicht. Ich meine, für große Rechenzentren ist es natürlich ärgerlich. Wenn das wirklich dann so merklich auf die Performance geht, werden wir dann sehen. Beim Zocken eventuell. Wenn dann die ganzen Updates raus sind. Wenn dann PUBG auf einmal noch mehr Rubberbanding macht. Also ich finde keinen adäquaten Sound. Ich werde irgendwann mal den Originalsound ablichten und dann könnt ihr euch noch ein besseres Bild daraus machen, dass ich leider gegen den Sound verloren habe. Das war der zweite Link, ja. Ja, muss ich mir mal in Ruhe angucken. Jetzt haben wir die Capture-Karten da und das läuft auf jeden Fall auch. Wir werden älter, ja. Aber, naja, das, da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ausufern, Just a Nerd. Danke, Beauty Mune Unicorn. Was ein schöner Nick. Ja, sollen ihre Patches rausbringen, gut ist. Übrigens, super heftig, wir haben bald die 200.000 Aufrufe hier auf dem Kanal geknackt. Enorit, hi, dankeschön. Und bald haben wir auch irgendwie 5.000 Follower am Start. Wahnsinn. Total irre, wie wir jetzt in die Twitch-Partner-Geschichte gestartet sind. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr die Reise mit uns weitergeht. Ihr seid ja wirklich eine unglaublich treue Zuseherschaft, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist cool. Macht so weiter. Und wenn es was zu meckern gibt, ja, natürlich weiß ich doch, dass das Rubberbanding gefixt ist, aber angenommen, jetzt kommen die Sicherheitspatches für das Serverbetriebssystem, auf dem eventuell der PUBG-Server läuft, und dann ist der auf einmal 20% mehr unter Last und dann hast du wieder Rubberbanding. Das meinte ich damit. Ja? Geil. Einfach toll. Ja? Und macht den Mund auf, wenn euch irgendwas nicht passt. Wir drehen immer gerne an den Reglern und diese Aktion mit diesen Streaming-PCs, der Bersi hat einen sehr, sehr ähnlichen, der hat ein System mit der gleichen Festplattenausstattung und da kommt dann auch eine GTX 960 rein als Grafikkarte, die das Ganze dann verarbeiten darf für die, für die lokale Aufnahme. Da ist dann das ASRock drin, das, was waren das? Z77 Extreme 4, glaube ich. Mit dem i5-3570K, übertaktet auf 4,4 GHz, ein bisschen konservativer getaktet. Und dieser PC hat euch nämlich den PUBG-Stream geliefert, den ich mit dem Magic M gemacht habe. Ja, also dieses wirklich schön qualitative Feuerwerk hat dieses Gespann abgeliefert. Und der Rechner läuft, jetzt ist die Capture-Karte da. Jetzt müsste ich ihn eigentlich nur eingepackt kriegen, womit wir wieder bei meinem blöden Schlüsselbeinbruch wären. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. Hell 2K3! Woop, woop! Das kannst du auch hier woop, woop raushauen. Woop, 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 woop. Ja. Und die ganzen, alten Follower, die sich so beschweren, dass der alte Content nicht mehr kommt. Hey, im Moment habe ich tatsächlich morgens mal ein Stündchen Zeit, mich ins Schnitt, in die Schnitthölle zurückzuziehen, auch wenn ich da viel ungerner bin als in der Bastelhölle, aber basteln ist im Moment halt nicht. Und dann gibt es halt Wario, Secret of Mana und vielleicht noch mehr demnächst auf dem YouTube-Kanal. Ja. Daniel sagt jetzt hier wahrscheinlich mir, wie gesagt, ich helfe gern. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir mal Rechner gescheit einpacken und der DHL anvertrauen, dass Bersi und Rip ihre Kisten dann auch selber nochmal auspacken können, vorstellen können und feststellen können, dass alles kaputt ist. Machen wir, mein Freund, machen wir. Rips PC wird noch ein wenig getestet, er darf auch noch seinen primären Stream abfahren. Den Bersi-PC werden wir sicherlich die Woche auf die Reise schicken und dann bin ich gespannt. Bis Mittwoch wird es sicherlich nicht klappen, aber dann der übernächste Mittwoch wird dann der erste sein mit Streaming-PC im Background und coole Sache.
Ja, durchgezockt Specials und dergleichen. Na, also da nicht wundern. Bastelei wird sicherlich. Wie weit wohnen wir auseinander? Wir wohnen weit auseinander. Nördlichster ist der Bersee in Hamburg. Dann haben wir unseren Ostfriesen, den H. Fox, der im Moment sehr inaktiv ist. Hat einfach viel um die Ohren. Er ist ja auch selbstständiger Landwirt und der wird sicherlich auch wieder die Lust bekommen. Leider ermöglicht sein Internet halt so gut wie gar kein Streaming. Es sei denn, ihr wollt einen 360p-Stream sehen. Vielleicht kommt da irgendwann mal eine Lösung hin. Hoffentlich aufs Land. Dann haben wir natürlich unsere beiden Hessen. Bananarama Man, yeah, danke fürs Abo. Danke, Smokel. Woo, da kannst du ja nochmal richtig was rausrotzen. Bam, 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 bam. Woop, woop, woop. Dann haben wir unsere beiden Hessen, den Rip und den Madcow. Madcow wird sicherlich auch demnächst weitermachen mit dem unendlichen Kartenspiel Seventh Continent. Der hat sein Setup auch umgebaut und renoviert im Moment so ein bisschen. Und der Rip ist ja regelmäßig am Montag am Start, hat ja auch schon einiges durchgezockt, durchgerockt. Und der gradet halt auch gerade ab. Und sein PC wird dann natürlich nochmal der extra Bonus für das ganze Setup werden. Genauso versucht der Mattis sich da auch einzufinden. Und es ist halt auch schön, dass die anderen Gesichter jetzt auch bei den Zuschauern da draußen angekommen sind und ihr halt wisst, dass Ravioli ein Gesamtprojekt ist, was es seit über 10 Jahren mittlerweile gibt, wo mehrere Köpfe dahinter stecken. Nicht nur ich, die Hardware-Nase, sondern halt auch die anderen coolen Jungs, die geschmeidig mit euch geile Games zocken wollen und eine schöne Zeit haben wollen. Und ja, das ist top. Droide, nö, das sollte genauso gut funktionieren mit dem 70-prozentigen. Hübscher Baum, ja, ne? Schick, oder? Ich habe mich dieses Jahr das erste Mal durchgerungen, eine neue Kette dafür zu holen, so eine random LED-Kette. Sonst hatte ich immer noch so eine ganz klassische Lichterkette drin, wo ich aber auch schon 4 oder 5 Lichter mit dem Kabelbinder jedes Jahr festmachen musste, weil die Klammern abgebrochen waren. Ich dachte mir, wegen dem Stromverbrauch, holst du mal so eine LED-Kette, ist eigentlich ganz schön geworden. Cracky bringt es auf den Punkt. Ja, kann ich auch verstehen, ne? Kann ich ja auch verstehen, dass am Anfang davon ausgegangen wurde, der Ravioli. Nein, ich bin der Cracky. Und am besten sieht man das Ganze halt auf unserer Twitch-Seite, beziehungsweise auf Ravioli. Ja, also da bekommt man es eigentlich noch am besten mit, also auf ravioli.de. Auch wenn das nicht mit frischen Videos jetzt gepflegt wurde, neu ausgestattet wurde, da sind wir seit 2 Jahren lazy, weil das auch einfach nicht ins Zeitpensum passt. Jetzt habt ihr mich gerade auf eine blöde Idee gebracht, dass ich mich da ja auch dran setzen könnte. Aber die Seite surft ja eh kaum noch einer an. Allerdings hat ravioli.de halt was ganz Tolles, hat den Random Video Button. Und der ist ziemlich priceless, wenn ihr mich fragt. Der ist extrem geil. Hat den Ran Ah ja, hier, den Random Video Button. Außerdem geht auf ravioli.de auch immer automatisch der Livestream auf, was ja auch nicht so schlecht ist. Aber ich glaube, er captured mir die Website gar nicht. Oder? Ist das, weil die Hardware-Beschleunigung an ist? Das ist so dämlich. I don't like this. La 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 la. Microsoft Edge, Microsoft Edge, Microsoft Edge. Warum sollte das auch funktionieren? Nee, nee, nee. Löschen Sie das. Liebe Neunudel, ich hatte einen Fahrradunfall. Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Also der Random Video Button ist der absolute Burner. Irgendwie muss ich euch das doch zeigen können.
So, da ist die Pappnase. Da ist die Pappnase. Ach, da seid ihr. Tun wir die Pappnase nach da unten hin. Und den dahin. Ja, das ist Ravioli. Wie ihr seht, hier Asbach uralt. Es hat quasi beim Hardware Hans-Peter 2015 aufgehört. Potpourri, unser Podcast-Format. Wer Bock auf Zeitreise hat, als wir uns noch auf Gamescom-Messen gefreut haben oder dergleichen, der kann da auch draufklicken. 50 Jahre Ravioli, kommt ja ungefähr hin. Ja, erster Podcast, weiß ich gar nicht, war glaube ich 2009. Beziehungsweise wir haben zur Games Convention 2007 einen Podcast gemacht. Bitte Flash aktivieren. Einmal zulassen. Komm, mach mal. Mattis. Hi, hier ist der Cracky. Und wir machen heute einen Gesamteindruck oder einen kurzen Zusammenschnittbeitrag. Wir zeigen, die wir gesehen haben. Wir zeigen uns mal nicht in echt, sondern in Podcast-Form. Genau. Ja, also hier über die Games Convention und dann gab es den ersten Potpourri und dann haben wir über das neue Xbox Dashboard gelabert. 21. November 2008. Ist leider ein eingeschlafenes Projekt, der Potpourri. Eventuell kriegen wir nochmal wiederbelebt, aber bei uns ist halt die Interessenteilung groß und wir beschäftigen uns halt kaum mit aktuellen PC-Spielen, weil uns die größtenteils auch nicht interessieren, weil man ja auch sieht, wie viel Stress die Leute damit haben. Und über und 2 Stunden über PUBG quatschen, das kriegen wir halt auch irgendwie nicht so auf die Reihe. Dafür sind wir nicht zu deep, dafür sehen wir Spiele zu sehr als Spiele. Und nicht als Kulturgut oder sonst was dahinter. Jedenfalls, wer sich mal kaputt lachen will, der hört sich am besten hier so einen Anrufbeantworter-Podcast an oder sowas. Da ging es richtig ab. Da haben wir geile Anrufe von den Jungs bekommen. Ja, hier, Pimmel auf dem Wii U-Pad. Gibt's alles. Das ist fantastisch, aber am besten ist halt wirklich random Movie. Ja, wir fliegen ins neue Jahr. Das Excitruck-Spiel um Platz 3. In die Fräse. Ich befinde mich hier in der Höhle des Löwen. 4 Kontrahenten. Das ist mein Zimmer von früher übrigens. So sah das mal aus. Das ist jetzt das Kinderzimmer. Letztes Jahr die RBC09 bestritten. Heute werden wir noch mal etwas nachholen, denn Cracky und Madcow haben im Excitruck-Match nicht gegeneinander gespielt. Wichtige Punkte sind dadurch verloren gegangen. Das holen wir heute nach und da wollen wir sehen, wer denn nun Platz 3 hat. 4 Kontrahenten, 11 Disziplinen. 11. Sieger. RBC09. Als aus einer Zeit, als Videoschnitt noch belohnt wurde. Das ist der Mattis Just a Nerd. Hier in der rechten Ecke haben wir unseren ersten Kontrahenten mit einem Kampf. Mit einem Kampfgewicht von 2 Tonnen. Hallo. Hallo. Das ist der Madcow und der Madcow muss heute gegen den Cracky noch Excitruck zocken. Wie rechnest du dir denn Chancen aus? Also da ich ja schon mal eine Wii angefasst habe, rechne ich mir ziemlich gute Chancen ein, dass ich den Cracky ordentlich auf der Strecke abziehen kann. Wunderbar, das freut mich. Ich drücke dir alle Daumen, weil die wirst du für das heutige Match auf jeden Fall brauchen. Und wir gehen dann mal in die rechte Ecke. Das ist der Cracky mit einem Kampfgewicht von 2,5 Tonnen. Da gehen wir jetzt mal hin. Hey, hallo! Ich bin schwer. Du bist sehr schwer. Ja. Und du bist der absolute Excitruck-Profi im Ravioli-Lager. Ja. Meinst du, du wirst heute deinen Titel verteidigen können? Ja, wir sind ja damals schon davon ausgegangen, dass ich das Match gewonnen habe. Und ich bin mir sicher, dass ich dies nun in die Tat umsetzen werde. Das finde ich gut, das finde ich gut. Auch dir drücke ich alle Daumen. Einem habe ich ihn schon versprochen, den anderen habe ich für dich. Also von da an kein Thema. Ah! So, wir schalten jetzt auf die Couch und dann geht der Cyberpunk hier ab. Hochmut kommt vor dem Fall.
Na so, hier geiles RBC-Video, Nachlesevideo. 8 gute Gründe für Freitag. Livestream-Ankündigung mit dem Bersi. Octodad und CSGO. 7.3.2014. Leck mich in de Tesch. Bewegungshelden. Gameplay Dienstag. Reines Gameplay-Video. Ravioli auf Speed. Need for Speed Carbon. Auch so ein Klassiker. Ja, Random Button ist der Bonus. Das ist Need for Speed Carbon. Korrekt, Alter. Carbon. Ich tritt dich voll aufs Gas, pass Ich auf. hab Carbon in Fresse, wenn ich ihn sehe. Yeah, seh dir den Mann. Sieh dir den Ja, und am Ende? Vollem Abdancen. Fahr langsam. Fahr langsam, beachte die Straßenverkehrsordnung und schnall dich immer an. Weißt du Bescheid? Ja, Max Schmedes wird zum DJ Hero Gameplay Video, Battlezone Super Mario Kart, legendäres Intro. Hey man, weißt du, was ich gefunden habe? Was denn? Das glaubst du mir nie im Leben! Was denn? Das ist richtig geil! Das hast du noch nie gesehen! Was denn? Ich hab's wieder gefunden! Was ist es denn? Super Mario Kart! Und so weiter. Ja, Super Mario Kart Battlezone. Legendary. Supergeil. Wii Sports Resort. Battlezone. Auch einfach nur geil. Also es gibt da einiges, was ihr entdecken könnt. Okay, ab geht's. Einfach priceless. Jetzt mal im Schnitt fest. Kalzone. Darum geht's. In der richtigen Richtung. Als erstes das durchzuhacken. Die Madcow-Anmoderation. Disney, Disney. Oh Mann, ey. Was hat er geraucht? Oh. Und der Ripp nur. Auf geht's. Ja, fantastisch. Das war auch super geil hier. The Legend of Zelda, Minish Cap, 50 Minuten, geiles Gameplay. So Runde muss ins Eckige. RBC, Smash Football, immer ein Garant für eine Menge Rage und Spaß an der Freude. Ja, hier legendär auch unsere Gamescom-Videos mit Fußball, mit dem Ripp und dem Magic M. Unsere Website sieht auch heute noch cool aus, wenn ich das mal so behaupten darf. Mit dem Background hier, das macht immer noch was her. Da habe ich mal einen Bluescreen ausprobiert, habe ein zu dünnes T-Shirt angezogen und Bluescreen braucht noch mehr Licht als Greenscreen. Ah, es war ein kleiner Videocast. E3 vorbei, Mitschnitt dabei. Gibt einige Videos, die hier auch auf Dingens gelandet sind, auf. Okay, das ist eine Testseite. Funktioniert nicht immer, aber generell ist es cool. Das ist ein Spiel, welchen ich zum Beispiel sehr hinterher traue. Onslaught auf der Wii. Schade, dass man das nicht mal online spielen kann. Das haben wir hier zu viert gespielt. Ah, warte, das ist das Gameplay-Video. Hier haben wir es zu viert gespielt mit Arnold Schwarzenegger. Numoko, Dankeschön! Vielen Dank. Wir sitzen hier, nicht wahr, Mattis? Im Rahmen unseres Onslaught-Tests, dem WiiWare-Check, the Extreme. Na, hier, Mikrofon für uns. Da war das AKG auch schon am Start.
Wir hatten Rip und Madcow im Skype auf dem Laptop. Online-Test. Yeah, baby. Du zockst auf meine alte Röhre. Genau, hier steht ein alter Röhrenfernseher und da steht ein neuartiges Plasma-Vollfunktionsgerät. Verbrennungsgerät. Und wir loggen uns hier in die Wi-Fi-Connection ein, haben hier das Laptop aufgebaut mit Skype und da sind der Madcow und der Rip. Hey, ihr beiden. Hi, das sind wir. Ja. Yay. Das sind wir hier. Der Rip hostet. Wir schauen. Und das war so ein geiler Alien-Shooter. Ja, ich wurde gerade überfallen. Für Wii-Verhältnisse total cool. Gute Steuerung, hat Spaß gemacht bei der Ballerei. Es geht ab mit dir. Ist im Prinzip die ganze Zeit Half-Life Episode, Episode 2 in dieser Höhle. Und man schießt die ganze Zeit auf Maden rum. Zu mir kommen, auf die linke Seite. Ihr lauft da zu blind rum, ich pack das hier nicht. Das ist angemietet, neue Nudel. Sag mal, wir müssen noch Nester aushebeln hier. Das wird 2008 gewesen sein, also bald 10 Jahre her, also Anfang 20. Den Laptop habe ich übrigens immer noch. Der hatte damals schon den Hof, damals war er aber noch quasi nicht der Chef. Ja, Schnauzbart. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ebenfalls legendär ist das Super Mario World durchgezockt. 36 Grad in der Hütte. Gamescom-Zeit. Was? 90-90. Sunred! Ah, Spaghetti. Ah, Ravioli. Ah, Ravioli. Ah, Mamma mia. Geilo Milo, Mann. Dankeschön. Ja, darum ist es auch so scheiße düster. Wir wollten keinen Strahler anmachen. Tapewechsel. Keine Pause. Weiter geht's. Komplett Mario World am Stück durchgezockt. Das ist von 2010. StarCraft 2 war gerade rausgekommen. Wir waren alle leicht süchtig nach dem Spiel. Aber Mario World musste sein. Hilft alles nicht. Das Plasma-Verbrennungsgerät. Ja. Die restlichen Utensilien. Sorgen einfach dafür. War das die Butterbridge hier? Wo der Mattis von der Brücke gehüpft ist? Nee, war es nicht. Aber es war auch einfach priceless. Extrem geil. Ah, schon wieder Minish Cap. Was ist das denn für ein random Button hier? Ist Ravioli Rules TV. Okay, das müsst ihr selber gucken, sonst kriegen wir hier definitiv Probleme. Pulse Big Adventure, auch absolut fantastisch. Absolute Empfehlung. So ein geiles, verrücktes japanisches Jump'n'Run. Der absolute Hammer. Hier haben wir mal User-Videos gefeatured. Ich weiß nicht, ob das noch läuft. Super Smash Bros. Brawl in Lego. Lego. Ja, wie verrückt alle nach Brawl waren. Und da wurde dann hier so ein Kampf in Stop-Motion dargestellt. Mit einfachsten Verhältnissen natürlich. Aber cool. Ja. Was da eine Arbeit drin steckt an so einer kleinen Stop-Motion-Kirmes und dann mit der einfachsten Webcam gemacht. Größten Respekt dafür. Wer hat das denn hier gemacht? Superkeule. Dalugator. Was ist mit dem Channel heute? 51 Abos. Tja, er hat nochmal ein Darauffolgevideo, glaube ich, gemacht. Vor 9 Jahren. So ist das. Gears of Roar. Ja, da haben wir so viel Hate bekommen von Xbox-Jüngern, obwohl der Mattis eigentlich der absolute Gears of War-Spezi ist, aber das hat einige Downloads, glaube ich. War das schon? Ah, ne, das war noch mit der Sternchenzeit. Ja. Wo der Mattis dann über Gears of War 3 gelabert hat. Microsoft-Stand, auch wenn ich mit aller Macht versuche, das zu verdrängen. Und mein Kollege Mattis und mein Kollege Edgefox haben sich mal den neuesten Ableger der Gears of War-Reihe der... Gears of War. Matt kommt mit seinen berühmten Versprechern, ja. Ja, Black Devil, hau rein, gute Nacht, macht gut. Ravioli spielt PS 2014, alle begeistert. Das ist toll, um da sich mal durchzuklicken. Want some Rosinen, KI David Cage. Auch super Offroad, finde ich ganz großartig. Da haben wir uns geil einen abgelabert. Hier Orcs Must Die 2.
das Spiel, wonach ich mich gefragt habe, hey, das habt ihr gespielt, warum wisst ihr nicht, wie Wheel of Time funktioniert im Multiplayer? Oh, super geil das Intro hier. Ach, das ist ein Bombenwetter. Ja, bei dem geilen Wetter hat man gar keinen Bock zu zocken. Ach, komm, ich kann mich da bewegen. Schickt mir da jetzt eine SMS. Und darauf, seid ihr meinen kleinen Videoaufruf gefolgt und nehmt endlich mein Schlussstück an. Beziehungsweise grüßt mir den RIP. Fuck! Ja, wann nehmt ihr denn den First Look auf hier? Schwer heiß, aber ihr habt noch kein Video gemacht. SMS lol, genau. 5 GHz wird, glaube ich, schwierig. Musst du halt einen guten Chip erwischen, ne? Tragbares Zombie-Schnitzel. Wir haben uns auch immer probiert, die mobilen Geräte abzufilmen. Eternal Darkness. Ja, meine Stimme aus dem Nichts. Wie das hier mit den Dailymotion-Videos ist, ist immer so eine Sache. Da muss man, glaube ich, auf Dailymotion switchen und da gibt es dann auch noch Werbung davor. So, Rip. Ja. Das ist die Kiste von Cracky. Die Kiste von Cracky. Der Counter läuft bald ab. Also heute läuft die Uhr ab, wo er gesagt hat, dann passiert etwas. Und oh. Jetzt ist. Ich weiß nicht, wie spät ist es jetzt? Wir haben jetzt 10 nach 6. 10 nach 6. Bist du gleich kurz 10 nach 6 muss das ja losgehen. Dann machen wir es mal auf. Gamecube! Siehst du? Aber da liegt noch ein Knopf. Drück ich mal. Eure Zeit ist gekommen. Stimmt. Ist gekommen. Eure Zeit ist gekommen. Eure Zeit ist gekommen. Eure Was? Zeit ist gekommen. Mein Gott! Cracky? Wild blau! Wild blau! Reflex! Was Sie sagen wollen? Viel Spaß dabei! Eternal Darkness, fantastisches Spiel. Midnight Bowling, auch einfach nur geil. Also es gibt da jede Menge zu entdecken, insofern man den Bock auf die Raviolis hat. Jetzt, wo ihr ein paar Gesichter mehr vielleicht kennt, Super Mario Land 2 durchgezockt. Wie viele Teile haben wir im letzten Level verbracht? Es war fantastisch. Großartig. Und ja, damit möchte ich das hier eigentlich auch ausklingen lassen. War toll mit euch, heute das so zu verbringen den Abend. Werde mich jetzt vom Acker machen. Und ihr wisst Bescheid, die nächsten Samstage wird euch eventuell, wann spiele ich es auf grün, mal schauen, wird es eventuell andere Gesichter geben oder mich halt in Zockform. Ich werde erstmal schauen, dass ich wieder mich schone, aufpasse, dass das Ganze auch wieder gescheit zusammenwächst, dass ich in 2 Monaten dann auch vielleicht wieder ein bisschen Gehäuse jonglieren kann, gemeinsam mit euch. Vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Ravioli.de kann man sich mal bookmarken. Wie gesagt, wird zwar nicht mehr aktualisiert, aber da gibt es auch eine gute Playlist-Sammlung und dergleichen. Und der Random-Video-Button ist immer für eine Überraschung gut. Dankeschön. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht weiter so. Wie gesagt, morgen Abend höchstwahrscheinlich nichts. Aber Montag ist der RIP wieder am Start. Und Mittwoch der Bersi festgesetzte Größe. Fantastisch. Wir sehen uns dann. Ich bin im Chat auf jeden Fall immer dabei. Mein Abend ist dann auch eigentlich immer fest verplant. So, gute Nacht, bleibt anständig und einen schönen Sonntag von mir aus hier. Bis dahin.